rede nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Moin Moin, hallo, herzlich willkommen, die Damen und Herren, Montag, 17 Uhr, live Bundesliga, die einzige Fußballshow der Welt, heute wieder in Bestbesetzung, alle sind da, Ralf ist da, Nico ist da, Tobi ist da, Eddie ist da, ihr seid da, ich bin da, alle sind da, wir freuen uns auf eine pickepackevolle Sendung. Es gab wieder mal überraschenderweise 9 Spiele am abgelaufenen Spieltag und es gab teilweise Ergebnisse, die in dieser Runde für Freude gesorgt haben. Es gab Ergebnisse, die in dieser Runde für Niedergeschlagenheit gesorgt haben. All das werden wir natürlich fachlich und emotional Revue passieren lassen. Nico, du wedelst schon die ganze Zeit in Ländennähe verdächtig mit deinem Schwein rum. Ich habe ein Geschenk mitgebracht. Ja, das ist das ein Phrasen? Also man darf es nicht Phrasenschwein nennen, das ist wahrscheinlich gecopyrighted. Wie wollen wir es nennen? Ist es ein... Nachdem ich jetzt ein paar Wochen dabei bin und schon merke, dass die ein oder andere Floskel des Fußballs hier häufiger benutzt wird, habe ich gedacht, ich bringe mal so ein Ding mit. Ja. Jetzt könnt ihr entscheiden, was ihr daraus macht. Aber Gastgeschenk. Ja, gut, also so ein Geschenk ist natürlich nicht das die halbe Miete. So ein Geschenk ist nicht die halbe Floskel raus. Das ist, ist, auch diese Sendung beginnt am Anfang. Ja, auch diese Sendung muss erst mal, geht 90 Minuten. Genau, die muss erstmal besprochen werden. Ah, aber guck es dir an. Wie sympathisch er das aufpackt. Wir haben uns sicherlich viel vorgenommen heute. Ja, Nico, würde ich auch sagen. Ja. Willst du mal am Schwänzchen? Das ist doch schön. Niemals vergessen. Ne? Und kann man das mit Kreide? Schluss ist, wenn der Schiedsrichter pfeift. Ja, genau. Normalerweise musst du, ich glaube, vielleicht ist da sogar ein Stück dabei. Mhm. Oder man nimmt so, vielleicht habt ihr irgendwie so ein Kreidestift hier. Das war bestimmt in der Verpackung. Aber Nils hat das ja Unboxing-mäßig. ja, ich habe jetzt leider nicht die Zeit, da noch das Tesafilm abzupulen. Aber das ja, also da liegt die Kreide. Oder die anderes Klebepause. Da liegt die Kreide. Ja, oder Ralf holt sie jetzt. Ralf ist für so viele Dinge einsetzbar. Im Westflügel des Studios kann ein bisschen dauern, bis er. Ah, da ist er schon. Ja, ich bin ja gelaufen. Gut, ja. Wie nennen wir es? Schlauschwein. Schlauschwein? Nico. Weil er hat es ja auch. Das oder ist Nico. Das ist nett. Ja, dann nennen wir es. Nein, Nico. Das machst du bitte nicht. Was ist das denn für eine Logik? Das also, nennst du deinen Hund Ralf oder wie? Okay, pass auf, wir machen Folgendes. Gefragt doch mal hier. Auf Twitter unter dem Hashtag Bundesliga könnt ihr Namen Bundesliga-Schwein. Für dieses Schwein einschicken. Auch das ist ein Kandidat. Wir warten mal so ab die Sendung. Vielleicht irgendwann, wenn was reinkommt. Hashtag Bundesliga auf Twitter. Und der Gewinner bekommt von uns einen Gruß live in dieser Sendung. Auf seinen Account. Sehr gut. Und ich gucke mal im Chat nach. Vielleicht kommt da ja noch irgendein Name, den man gebraucht. Genau, du kannst im Chat gucken. Alle anderen auf Twitter. So, wir haben auf einem anderen sozialen Netzwerk, nämlich Facebook, gefragt, was ist euer Spiel der Woche? Worüber sollen wir uns ein bisschen länger unterhalten? Und ihr habt heute, kaum zu glauben, zum zweiten Mal hintereinander Hertha Berlin gewählt. Die gegen was? Stimmt es nicht? Doch. Was? Ich hätte Hertha BSC sagen sollen. Hat Hertha gegen Berlin gespielt, oder was? Ist egal. Herr, ich kriege immer Ärger, wenn ich... Wollte ich gerade sagen, Fans sind extrem sensibel, was die Berlin Namensnennung sagt, angeht. Ja, ich extra Hertha Berlin gesagt, weil das B steht ja für Berliner Sportclub. Dann sagst du, Hertha Berliner Sportclub Berlin. Ich verstehe das schon, aber es ist halt einfach so... Geht die halt Hertha. So ist es, die Hertha. Und sie hat gespielt gegen Wolfsburg. Und ja, im Gegensatz zu der erwartbaren Langeweile bei so einem grau klingenden Duell, nach Marketingmaßstäben beschrieben... Es ist ein sehr munterer Kick gewesen, 3-3 am Ende. Ist euch eigentlich dieses Licht aufgefallen, das Flutlicht von Wolfsburg? Ja, dazu kommen wir gleich noch. Möchtest du noch was zum Thema Marketing Hertha sagen? Oder? Bitte. Wir haben übrigens alle einen Schal an, weil es mega kalt drin ich hab ist. Keinen Schal, also wenn ihr euch fragt, wieso haben die Hipster-Assis hier schon wieder du hast einen Schal Bart, der dreimal um den Hals gewickelt ist. Genau, und Ralf ist Sportler, der kennt keine Kälte. Keine Kälte. Tobi ist eh kälter als der Winter. Du könntest auch so ein Typ sein aufs Game, aufs Game also of Thrones. Auf gut Deutsch haben nur 2 von 3 Leuten, ja, 1 von 5. Aber also wir haben einen Schal beide. An. Und die immer krank sind. Ach, jetzt hör doch mal auf, das ist doch Quatsch. Also Schweini finde ich schon nicht Schweini schlecht. Schweini finde ich ganz gut. Borsti? Also das ist ein bisschen langweilig. Aber was halt Schwein? Na egal, das kann ich nicht bringen. Sag. Schwarze Sau. Jetzt musst du sagen. Schwarze Sau. Das ist super. Schwarze Sau. Nein, das können wir nicht machen. Warum? Das ist halt rassistisch. Es gibt, na komm, der hat doch keinen... Wir reden von Schiedsrichter. Was machst du da? Ach so. Das ist halt die 80er Jahre Beschimpfung gewesen für einen Schiedsrichter. Das hat doch damit nichts zu tun. So weit habe ich gar nicht gedacht. Jetzt bringst du das hier mit rein. So, liebe Leute, wir kommen zum Topspiel. Ja, ich habe es ja versucht anzumoderieren. Danke, Tobias. Wolfsburg gegen Berlin wäre das Topspiel. Was stand übrigens noch zur Wahl? Dortmund-Bayern wahrscheinlich? Und nee, Dortmund-Bayern nicht, darüber reden wir eh. Leipzig-Hannover war noch zur Wahl und Köln gegen Hoffenheim. Aber es war doch sehr eindeutig, Wolfsburg gegen Hertha. Bei den Spielen ist auch klar. Muss nicht so ein Bumper kommen erst? Ja, Spieltagsanalyse.
Was hast du hier gemacht? Ja, über die Regie. Fast. Aha. Ist das der richtige Bumper? Ja, ist eigentlich der bessere Bumper. Aber es ist auch gleichzeitig der Beginn der Spieltagsanalyse. Also Spieltagsanalyse wäre auch nicht verkehrt gewesen. Ja. So, darüber reden wir jetzt. 3-3 ist es ausgegangen, Tobias Escher. Aus der Sicht eines Experten. Wie hast du das Spiel gesehen? Ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin für dieses Spiel, weil das war doch ein sehr emotionales Vergnügen eher und kein Vergnügen, das man auf der taktischen Ebene oder auf der fußballerischen Ebene konsumiert Aber hat. Emotionen sind ja auch ein taktisches Mittel. Ja, das stimmt. War halt dann tatsächlich richtig was los. 1-0 Hertha nach 20 Sekunden, glaube ich, oder sogar weniger. Schnellste Tor seit hier Bellarabi gegen Dortmund, glaube ich, ne? Das ist, glaube ich, das Schnellste der Geschichte. Ja, genau. Und das, seitdem. Das war, dann hat Herr Hertha sich gedacht, okay, wir liegen 1-0 vorne, wir verwalten das jetzt über 89 Minuten und 40 Sekunden und haben sich komplett zurückgezogen und Wolfsburg ist angestürmt und dann ging es halt los. Und dann kommt das erste Thema, was mich wahnsinnig aufgeregt hat. Weil wir hatten es zu tun mit zwei Videobeweisen. Der Videorichter ist eingegriffen zweimal bei einer Abseitssituation. Die Abseitssituation lag vor, es war eine vollkommen korrekte Entscheidung, es war ein vollkommen korrekter Ablauf. Nun war es für den Kommentator anscheinend der Wahnsinn, ein Videowahnsinn und was da auch nicht alles sonst war, weil der Videorichter genau das getan hat, wofür er bezahlt wird letztlich, nämlich diese falsche Abseitsentscheidung aufzulösen. Aber der hat irgendwie die ganze Menschheit so verwirrt, inklusive dem Wolfsburger Publikum und dem Anhang und den ganzen Mannschaften, dass es mich irgendwie verwundert hat, wie man so verwirrt sein kann, ob eines simplen Videobeweises. Grundsätzlich gehört jedes Tor, das mit einer Lasershow gefeiert wird, videoassistentenrechtlich zurückgenommen. So, das war zum einen. Ja. Endlich geht mal einer auf meine Eingangsfrage ein. Ja, deswegen habe ich gesagt, da kommen wir gleich noch zu. Das ist ja. Alter Schwede, was da los war. Halt, lichtmäßig. Ist das vielleicht schon extra so, dass die denken, okay, jetzt scheiße, dass der Schiri sich denkt, scheiße, jetzt haben die den Laser angeschmissen, jetzt werde ich da nichts mehr machen. Oder ich bin alleine schon fasziniert. Ich komme aus einer Zeit, wo ein Flutlicht angemacht werden muss und dann hat das erstmal 40 Minuten gedauert. Und das hat erstmal bis das an war und die machen da bam, machen da Lasershow und so. Deswegen haben die Bayern ja, ich weiß nicht, wie viele Millionen in halt diese LED-Lichtanlage gemacht, weil die LEDs kannst du ja wirklich so ausschalten. Grundsätzlich zurück mal zum Spiel, bevor wir wieder zum Thema Marketing kommen, Tobi. Ja, der Videoassistent-Referee ist da und hat in der Situation, so wie es das Protokoll vorgibt, entschieden und Punkt. Also ich habe dann die Aufregung auch nicht wirklich verstanden, auch wenn ich gestehen muss, ich habe das Spiel nicht voll gesehen, sondern ich habe mir die Highlights angeschaut, da ich parallel gearbeitet habe. Es war halt im Live-Bild war es halt so, dass der Kommentator auch verwirrt war, weil die Liga halt auch es nicht, also man muss ja dazu sagen, die Live-Bilder werden nicht von Sky oder so gemacht, sondern die werden angeliefert, die Liga hat dann Dienstleister, der macht das für die. Jetzt und musst die du aber noch halt deinen Artikel droppen einmal, komm. Ja, weil da führst du das alles aus. Ich habe da einen Artikel zugeschrieben auf Spielverlagerung zum Thema Videobeweis, aber das führt jetzt zu weit, sondern es hat mich einfach in dieser Situation, hat es mich einfach gewundert, dass die Bundesliga es nicht geschafft hat, hier einfach das Bild zu liefern, wo diese Abseitsentscheidung einwandfrei zu erkennen war. Weil das ist natürlich eine einfache Sache, du machst wählst die richtige Kamera aus, zeigst die richtige Zeitlupe, abseits, gut, nächstes Thema. Da wurden aber dann bei beiden Toren wurden dann erstmals irgendwelche Zeitlupen falscher Blickwinkel, dann wurde an der falschen Stelle angehalten, was halt einfach unfassbar ist. Wenn du halt eine Liga sein willst und halt den ganzen Tag davon predigst, wir wollen nach Asien, wir wollen da und dahin, dorthin, dann musst du halt auch bei sowas einfach on point sein. Dann musst du das Produkt verkaufen können. Und Ralf weiß es ja, das machen die einfach in England, in Italien, auch in Spanien von der Bildregie her besser. Da hast du dann Zeitlupe vorliegen, dann spulen das einmal ab und fertig ist das Ding. Grundsätzlich unterschreibe ich das. Nur wenn ich jetzt einmal reingrätschen darf, mit dem, das machen die in England besser und da kommen wir auch wieder zu der großen Problematik mit den Videobildern. Wie schon gesagt, gestern parallel gearbeitet beim Spiel Man City gegen Arsenal. Und da hatten wir den Fall, ich weiß nicht, vielleicht hat es jemand gesehen, das vermeintliche Abseitstor von City, beziehungsweise der Pass dann zum Querpass soll abseits gewesen sein. Jetzt ist geistert überall bei Twitter beziehungsweise in den sozialen Netzwerken ein Screenshot rum oder ein Standbild, welches auch im Fernsehen so gezeigt wurde, wo man sieht, der steht einen halben Schritt im Abseits. Das Problem an diesem Standbild ist aber, dass der Ball den Fuß schon
ich sag mal, so viel verlassen hat, auf dem Bild so viel, was in echt wahrscheinlich so ein Stück ist. Jetzt kommen wir wieder zu der Geschichte, gehst du jetzt 3, 4, 5, 6 Frames zurück? Ist der Ball am Fuß? Das ist der Moment, in dem der Ball gespielt wird. Ist es wiederum kein Abseits? Also das ist eine, gerade diese Abseitsgeschichte ist häufig, und das ist in der heutigen Zeit, wo das Tempo so hoch ist und viel auch mit diesen gegenläufigen Bewegungen gearbeitet wird, ist es extrem schwer aufzuzeigen. Aber man kann es doch gerade mit Frames aufzeichnen. Es ist doch, wenn der Ball den Fuß verlässt, das kann, musst du doch mit einem Frame genau darstellen können. Wenn du aber die Situation, ich zeig's dir gleich in der Werbepause, die Situation ist wirklich megamäßig eng. Worauf ich hinaus wollte, ist das, was, um jetzt nicht zu weit auszuschweifen nach England oder wieder das Thema Videoschiedsrichter aufzufassen. Ja, die im Ausland wird das oft anders gehandhabt. In Deutschland hängt man da wirklich hinterher. Jetzt mach doch mal deinen Ton aus. Hängt man ein bisschen hinterher, was auch die Kommunikation und die Transparenz des Videoassistenten, was das angeht. Und das hat Tobi in seinem Artikel auch zu Recht moniert, dass da gerade der Zuschauer im Stadion im Prinzip derjenige ist, der am wenigsten von alledem mitkriegt, weil so wie es momentan gehandhabt wird, ist es für den Zuschauer zu Hause, aber nicht für den Zuschauer im Stadion. Auch und der zu Hause kriegst du nicht ordentlich mit, wie man es jetzt gesehen hat bei diesem Spiel, wo man halt einfach, da musst du halt einfach eine Abseitslinie einblenden und dann hast du die Entscheidung und dann ist die ganze Thematik fällt in sich zusammen. Weil wir reden halt jedes Wochenende über diesen Videorichter und da gibt es dann immer Debatten, aber dann gibt es halt solche klaren Entscheidungen. Ja. Und dann muss man die aber auch so einfach kommentieren und auch medial rüberbringen, dass es eine klare Entscheidung ist und dass man da nicht debattieren muss groß. So. Gut, ja, und da, also da hapert es dann aber für mich in der Transparenz und in der Kommunikation auch schon im Vorwege und die Erklärung an die, im Prinzip an alle Medienleute. Und das geht bei denen im Übertragungswagen los und hört bei dem am Mikrofon auf. Da müssen quasi alle ins Boot geholt werden, weil es tatsächlich eine ganz grundlegende Änderung, und das sage ich jetzt völlig wertfrei, es ist eine ganz grundlegende Änderung im Fußball. Absolut. Und vor allen Dingen, was man auch nicht vergessen darf, es ist eine Experimentierphase. Es wurde viele Jahre gefordert, immer wieder von Experten, ey, der Fußball hat sich verändert, er ist schneller geworden, anders geworden, professioneller geworden, teurer geworden. Man muss nachziehen, wir brauchen diesen Videobeweis. So viele Experten in so vielen Sendungen haben immer wieder das Gleiche gepredigt. Und jetzt haben wir diesen Videobeweis und er funktioniert nicht perfekt. Und es ist natürlich richtig und wichtig, dass man dann auch darauf aufmerksam macht, wo diese Defizite sind. Aber wir sollten auch nicht vergessen, wie lange von wie vielen Leuten das immer wieder gefordert wurde. Und es wird jetzt ausprobiert. Und ich denke, irgendwann wird ein Strich drunter gemacht und es wird ein Fazit gezogen. Macht man das weiter oder macht man das nicht weiter? Und das, glaube ich, sollte man auch nicht vergessen. Machen wir das große Fass eigentlich schon auf, worüber man ja mit dem ganzen, was dann heute passiert ist, dass Krug als Video, also in Köln, in diesem Videoroom da. Supervisor, genau, gerade eben abgesetzt wurde wegen Befangenheit und so. Das ist, also ich meine, wir wollten eben über Hertha. Ja, stimmt, das hast du eigentlich recht. Und wir sind hier schon so tief drin, weil wenn wir das aufmachen, dann guck doch mal an, welche Kritik am Saisonbeginn an den an der Führungsriege der Schiedsrichterabteilung gemessen wurde, wo dann das so versucht wurde, unter den Teppich zu kehren. Und jetzt fliegt Krug innerhalb von einem Wochenende von zwei Positionen im Prinzip. Also da scheint, das liegt nicht nur am Videobeweis. Und wenn du dir alleine die, gucken wir, lass uns mal, können wir 10 solche Szenen angucken an diesem Wochenende. Und da ist Videobeweis okay, da ist er nicht okay, da fragt man sich, warum gibt es keinen, da ist es vollkommen richtig. Ey, da bin ich langsam voll auf seiner Seite, dass ich denke, das ist total, also du kannst, offensichtlich machen sie ja eine Probephase von einem, was sie jahrelang gefordert haben, System, aber haben gar nicht allen erzählt, wie sie es machen wollen. Wenn ich dann heute im Kicker, habe ich da lange was drüber gelesen, dieser Brief, dieser Entschuldigungsbrief, der geschrieben wurde und dann jetzt ein Manager nach dem anderen sagt, ja, ist ja schön, aber sagt uns doch Bescheid, was ihr da vorhabt. Und man nicht weiß, ist jetzt der Schiedsrichter, ist jetzt Herr Krug, ist jetzt irgendwie eine dritte Person der Entscheidende, also. Und weil du jetzt diesen Brief ansprichst, das kommt ja dann heute, die PK des DFB kam heute irgendwann 15 Uhr, schlag mich tot, also ich weiß nicht, ob ihr die alle gelesen habt. Da steht nämlich drin, dass dieser Brief der Schiedsrichter, der da erarbeitet wurde und dass man da ja in Anführungsstrichen kleine Änderungen vorgenommen hat, der ist gegenstandslos. Weil man orientiert sich an dem, was international, oder man soll sich an dem orientieren, was international beschlossen wurde vor, keine Ahnung wann. Und das, was jetzt am 25. Oktober den Bundesliga-Vereinen kommuniziert wurde, wie es ab dem, Tobi, hilft mir, 5. Spieltag? Man muss es mal
grob sagen. Also es gab eine Änderung des Videobeweises am 5. Spieltag. Oder der Durchführung des Videobeweises. Ja. Vorher war es so, dass nur ein klarer Fehler eingegriffen werden soll. Mhm. Und nun, ich habe die Formulierung leider nicht drauf, weil die ist auch wieder so ein Anwaltsdeutsch. Der Videorichter soll auch eingreifen, wenn er einen erheblichen Zweifel an der Entscheidung des Schiedsrichters hat. Was etwas anderes ist, als es liegt ein klarer Fehler vor. Mhm. Also wenn ich ein Das ist schon so verkopft, muss es auch sein, weil die müssen ja irgendwie irgendwelche Grundlagen haben. Aber das Problem ist, diese Entscheidung wurde niemandem mitgeteilt, der Öffentlichkeit nicht. Und die Vereine haben es halt an einem Brief erfahren, der dann vor dem 10. Spieltag verschickt wurde. Also 4 Spieltage später, nachdem die Änderung schon längst gemacht wurde. Dieser Brief ist dann im Kicker aufgetaucht, der Kicker hat ihn veröffentlicht. Und jetzt ist der DFB dann zurückgerudert, hat gesagt, nein, diese Änderung ist nicht wirksam, wir machen nur klare Fehler. Und dieser Brief ist entstanden auf Arbeitsebene Schiedsrichterkommission/Schiedsrichter. Es ist Entschuldigung, aber dann packst du. Aber da sind wir bei Transparenz und Kommunikation. Ja, und dann ganz ernsthaft, einen Punkt, dann gehen wir noch zu Krug, der angeblich 2x Schalke bevorteilt haben soll. Man muss dazu sagen, Krug kommt aus Gelsenkirchen und er hat als Supervisor zwei Schalke-Spiele beaufsichtigt. Der Supervisor steht hinter dem eigentlichen Videoschiedsrichter und greift eigentlich nicht ins operative Geschäft ein. Und er soll angeblich, er streitet es ja ab, ja, er soll angeblich dem aktiven Videoschiedsrichter 2x in die Parade gefahren sein, hat Entscheidungen mit herbeigeführt und er darf das eigentlich nicht und schon gar nicht als Mitglied des Vereins, der das spielt. Sagen wir so, er ist jetzt enthauptet worden von dieser Position, wird nicht ganz abwegig gewesen sein. Warum? Aber gibt es nicht eine einfache Lösung für all diese Probleme, die ihr gerade besprochen habt? Abschaffen. Nee, ja, okay, aber das wäre dann wahrscheinlich erstmal für lange Zeit, kannst du dann das Fass nicht mehr aufmachen. Testphase, dritte Liga, Saison durchgehen. Mit den Tickets, dass jede Mannschaft hat zwei Challenges, dass das einfach nicht vom Schiedsrichter ausgeht, sondern der Trainer der Mannschaft kann sagen, ich lasse diese Situation challengen, er hat 2 Challenges oder 4 oder was weiß ich, da können sie sich mal einen Kopf drum machen. Ja, ich nämlich auch. Und dann ist die Verantwortung ist nicht mehr im Schiedsrichter und alles andere bleibt so, wie es immer war. Dann hast du gar nichts gewonnen. Wieso? Doch, natürlich. Klar, das ist doch Übrigens 6 Tore, ne? Insgesamt gab es 6 tolle Tore zu sehen. Mario Gomez hat einen Elfmeter verschossen. Und ja, das kommt mir gleich so. Wir sind jetzt gerade schon in dem Ding. Du weißt, guck mal, hast auf jeden Fall was gewonnen. Ja. Du kommst vielleicht nicht an 100%ige Gerechtigkeit, aber du kommst auf jeden Fall. Kannst du bei Spielen, wo es vielleicht dann mal spielentscheidende Situationen, wo ein Spiel auf der Kippe steht, kannst du da intervenieren? Natürlich wird es immer noch dann Sachen geben, die ungerecht sind. Die NFL weiß doch, dass das funktioniert. Das ist NFL, Football ist ein anderer Sport. So. Mhm. Du hast jetzt vorhin, Football hat viel mehr Situationen, wo irgendwas... ist keine Floskel. Football ist ein komplett anderer Sport, der nach komplett anderen Maßstäben, mit viel mehr Pausen, mit viel mehr Einzelsituationen, wo es ganz anders, wo auch ein Touchdown ist eine geringere Wertigkeit als ein Tor am Fußball. So. Was ich jetzt sagen wollte ist, dass mit den Challenges die ganze Grundidee dieses Videorichters ist, für mich nicht, dass du irgendwie jede Fehlentscheidung wegmachst, dass du Gerechtigkeit hinbekommst, gibt's nicht. Es wird immer Fehlentscheidungen im Fußball geben. Für mich ist immer der Benchmark, kriegst du es hin, dass Andi Möllers Schwalbe keinen Elfmeter gibt. Das ist so für mich der Benchmark, dass man solche Dinge einfach rausbekommt aus dem Fußball. Ja, aber kriegst du dann nicht hin. Was machst du, wenn die 2 Challenges weg sind und Andi Möller macht in der 90. seine Schwalbe? Du hast 2 Challenges, schmeißt du irgendwie weg für irgendwas anderes und in der 90. macht Andi Möller eine Schwalbe, macht das 2-1 im WM-Finale. Ja, okay, aber ey, ganz ehrlich. Ja, das ist doch das, was du rausbekommst. Nachträglich für 10 Spiele. Dann ist der WM-Finale trotzdem. Das ist aber dann so ein theoretisches Modell, das du aufbaust. Das kommt dann in einem von 100 Spielen, klappt es dann eben nicht, das System. Das ist für mich immer noch tausendmal besser als in jedem zweiten Spiel. Es ist schon implementiert in dem System. Mario Gomez hat ein Tor gemacht. Du hast ja keine klare Definition. Eine klare Definition vor, wie viele Situationen vorkommen. Es kann ja sein, dass in einem Spiel gar nichts vorkommt, dann ist das komplett unnütz. Es kann auch sein, dass in einem Spiel 3, 4, 5 Entscheidungen überprüfbar sind. Wir brauchen 2 Tonspuren. Wir werden ganz gerne mal eine Pause machen. Wir werden bis Saisonende oder bis zur Winterpause, bis es ja vermeintlich, es gibt schon wieder Ideen, das Ganze in der Winterpause absetzen. Bis dahin werden wir sowieso in jedem Spieltag mehrere Anlässe finden, darüber nochmal ausgiebig zu diskutieren. Ja, aber wenn Wolfsburg und Hertha schon mal die Ehre haben, Jetzt, wo wir schon dabei sind, muss man halt über dieses Ding mit Krug, da hätten wir sowieso drüber geredet, können wir es ja jetzt machen. Weil das ist schon Wahnsinn, dass der Typ, der verantwortlich ist für den Videobeweis, den sie halt in der ganzen Testphase dafür verantwortlich war, dass sie den jetzt absägen. Nico hat es ja schon gesagt, dass sie damit inoffiziell zugeben,
dass er da irgendeine Beeinflussung gemacht hat, weil sonst würden sie ihn nicht absetzen. Dass er beim Schalke-Spiel halt dahinter gesessen ist. Die sind beim DFB, bist du so daran, dass das nicht passieren darf. Es darf kein Schiedsrichter in einem Landesverband ein Spiel des eigenen Landesverbands pfeifen. Wenn du aus München kommst, darfst du kein Nürnberg-Spiel pfeifen, weil das der Bayerische Landesverband ist. So. Aber dann steht dahinter ein Typ aus Gelsenkirchen, der auch aus derselben Stadt kommt und der dann da eingreift. Das ist ein Wahnwitz. Das zeigt, was da für ein Quatsch gemacht wird. Wie die das Ding an die Wand fahren. An die Wand fahren. Und das nicht, weil der Videobeweis scheiße ist, sowas, sondern weil die einfach vollkommen da keinen Plan haben, wie sie das eigentlich anstellen wollen. Ja, also es, je mehr man da noch ein Auge drauf hat, und gerade diese ganze Schiedsrichterkaste war jetzt ja nie so unter dem Auge Mordors als Gesamtkonstrukt, immer mal wieder Einzelfälle. Das letzte Mal erinnere ich mich, da gab es doch diese Geschichte mit dieser amoröse Geschichte zwischen zwei Schiedsrichtern, die irgendwie eine Beziehung miteinander hatten und der eine war der Schiedsrichteransetzer. Das ist das, an das du mich erinnerst. Ja, das war das Letzte, wo dieses Schiedsrichterwesen so in Frage gestellt wurde, so das komplette Ding. Und, Rafati. Nee, ja, Rafati selbst auch. Selbstmordversuch. Ja, genau, das war auch noch da. Da gibt es da so viel. Was ich aber sagen wollte, es ist interessant, das zu beobachten, was sich da noch alles so, was da noch zutage kommt. Viele Köpfe werden rollen, da wird sich sicherlich was verändern. Das muss nicht immer das Schlechteste sein, ja, wenn der Druck reinkommt, sodass sich da auch was verändern muss. Ich würde jetzt trotzdem gerne mal wieder über das Spiel reden. Eins habe ich da. Ernsthaft? Ja, eins habe ich da. Tobi, ich reiß mich echt schon seit 15 Minuten, reiß ich mich komplett zusammen, weil sonst fahren wir diese Sendung vor die Wand. Ja, aber jetzt mal wir müssen ganz kurz, wir müssen tatsächlich unser Extra machen und senden es nicht jetzt, sondern in 2 Jahren. Ja, weil dann haben wir ja die Auswirkungen. Dann machen wir auch noch Daily zum Thema Videobeweis. Ja, da können wir dann 2 Stunden lang nur über das Thema labern. Ich habe trotzdem eine Nachricht an den DFB. So. Ich bin auch noch nicht ganz überzeugt. Den Timer? Nee. Also ich... Pass auf, wir machen jetzt Werbung. Nein, ich lass mich mal tun. Ich bringe diesen Punkt hin. Was ist los? Also, wenn ihr... Genau, spricht den DFB direkt in diese Kamera. Da wird zum ersten Mal emotional. In dieser Kamera. Also, direkt in Italien haben sich nämlich die Chefs haben sich getraut, ins Fernsehen gesetzt und haben das erklärt, wie eine Entscheidung zustande kommt, wann er eingreift und wann nicht. Wenn der DFB Eier hat, dann kommt ihr hierher in diese Sendung und erklärt den Leuten mal, wie das mit dem Videobeweis eigentlich funktioniert. Ja? So. Und jetzt Werbung. Ey, das... Kritisiert mir den nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Das hat er jetzt nicht gemacht. Kritisiert mir den nicht zu viel, damit ist nicht der Videobeweis gemeint, der hat ordentlich Kritik geschluckt heute. Damit herzlich willkommen zurück zu Bundesliga Live. Tobi Escher heute on fire. Wir wollen trotzdem jetzt nochmal wirklich zurückkommen zum Spiel Wolfsburg gegen Berlin. Sind wir immer noch bei Wolfsburg, Herr? Immer noch bei Wolfsburg gegen Berlin. 3:3. Wir waren, also ich glaube, die erste Szene direkt hat uns hinfortgespült. Lass mal wieder zurück. Geiles Spiel, ey. Ja, es war ein interessantes Spiel. Es war vor allem Wolfsburg. War sehr aktiv, die wollten unbedingt ihr erstes Spiel gewinnen und die haben, da gab es auch einige strittige Szenen. 2 Tore, die Wolfsburg aberkannt worden sind. Ein Elfmeter, der gegen die Latte geprügelt wurde von Mario Gomez. Erzähl doch mal ein bisschen was jetzt, Tobi. Zum Spiel. Ich fand, es war halt eine komplett einseitige erste Halbzeit eigentlich. Nach diesen 20 Sekunden, wie Hertha losgelegt hat, wo es dann den Ballverlust von Wolfsburg gab, haben sie sich zurückgezogen und Wolfsburg hatte halt Chance um Chance. Die haben halt eine richtige Strafraumbelagerung gemacht. Und da fand ich schon, dass du unter Schmidt schon spielerische Verbesserungen bei der Mannschaft sehen kannst. Hat jetzt mit Mali die Davi gespielt, mit Origi, der dann vom Flügel auch immer neben Gomez gegangen ist als zweiter Stürmer. Hatten sie auch gute Abnehmer am Strafraum dann. Arnold, der sehr präsente Rolle gemacht hat als Spiel im Spielaufbau. Und Hertha hatte da überhaupt nichts irgendwie entgegenzusetzen. Und Wolfsburg hat dann völlig zu Recht, finde ich, das Spiel gedreht. Und hat dann aus dem 1-1 als 1-1 gemacht, 2-1. Und dann nach der Halbzeit, Hertha ein bisschen weiter vorne, aus dem Nichts heraus, Standard, Kopfball, Rikic, 2-2.
Und dann in Wolfsburg ist halt immer noch weiter wütend nach vorne angestanden. Wir haben es halt dann nicht hinbekommen. Das hat halt, das Spiel hatte halt so eine Tragik, dass es am Ende 3-3 ausgegangen ist, fand ich, weil ich fand schon, dass Wolfsburg die bessere Mannschaft war. Mhm. Berlin bei Standards gefährlich ist gegen Hamburg letzte Woche auch zwei Kopfballtore nach Standards und aus dem Spiel heraus war nichts zu sehen, wirklich von Berlin. Aber das ist ja auch eine wirksame Waffe dann. Wolfsburg 7 Unentschieden in Folge. Ist geil, oder? Der musste gerade im Kopf zählen. Siebtes Spiel von Schmidt und siebtes Unentschieden. Siebtes Unentschieden in Folge. Ist das Zufall oder hast du dafür eine taktische Grundlage? Also, das ist jetzt, glaube ich, das falsche Spiel, um danach zu fragen, weil es halt dann auch im Verlauf so wahnsinnig war und Wolfsburg eigentlich auch die besseren Chancen hatte, fand ich, dass es schon als Sieg ausgehen kann. Und Wolfsburg hat auch sehr offensiv gespielt. Die Spiele davor war es halt schon so, dass man sich so ein bisschen auf Pressing fokussiert hat, ein bisschen auf defensive Stabilität und dann halt im Zweifelsfall den Gegner neutralisiert hat. Aber jetzt war es halt wirklich so ein All-In-Spiel, wo man auch gemerkt hat, dass die unbedingt den Sieg haben wollen. Also die sind ja wirklich angestürmt von der ersten bis zur letzten und haben sich auch gar nicht, fand ich, von diesem frühen Treffer gar nicht groß verwirren lassen, sondern die waren halt wirklich so wie ein Stier, da ist das Tor, da gehen wir jetzt hin. Tja. Fast ein bisschen tragisch, ne? Oder? Also, die haben mir ein bisschen leid getan, vor allem, weil die dann auch immer so Wie dreist du lügst? Nein, ernsthaft. Ich würde sagen, wie dreckig du lügst, habe ich erst. Ja. Wieso? Ja. Oh, nein, dass sie dir leid tun. Nee, mir hat es echt leid getan, weil so gefühlt war. Ja, Mann! So sehr, wie es auch Nils leid getan hat, ja. Nein, wirklich. Na, ich meine, für dich, sagen wir mal ehrlich, du guckst ja eh nur auf die Tabelle aus Bremer Perspektive und deswegen guckst du immer so, okay, was ist für mich das beste Ergebnis? Und ein Unentschieden ist jetzt nicht das schlechteste Ergebnis. Ja, Wolfsburg zähle ich aber echt nicht dazu, vor allen Dingen, weil das Fußballer so ein Feuerwerk war und die müssen ja eigentlich erste Halbzeit 4-1 führen oder so und dann haben sie da auch mit dem, was ich mir tabellarisch so ausrechnen muss, nicht mehr so viel zu tun. Auch sportlich nicht. Ja, ich habe mal eine Frage an Ralf. Ja, woran wird in einer Mannschaft bestimmt, wer die Elfmeter schießt? Boah, da geht es tatsächlich um Sicherheit. Also wer fühlt sich gut, wer hat das Zutrauen? Weil ich unterstelle 99,9% aller Fußballspieler, dass sie es theoretisch schaffen, aus 11 Metern das Tor zu treffen. Wir hatten die Thematik 11 Meter ja schon häufiger, dass das alles hier oben stattfindet. Und da geht es tatsächlich. Bei manchen funktioniert es auch unten manchmal nicht. Dann hast du, also das sagen, ist, hast du das die ist wirklich nicht gesehen. Die Leute, die sich da tatsächlich am besten fühlen, die vielleicht auch am meisten Bock auf Elfmeter haben. Elfmeter wäre zum Beispiel nie was für mich gewesen. Zu anstrengend. Genau, ja, überleg mal, du musst ja von ganz hinten bis vorne laufen. Oh, ich fand Thomas' Interview danach ganz cool. Dass er so ich weiß nicht, was er gesagt hat. Ja, meinte, ja, scheiße, hab's wieder nicht gemacht. Nächstes Mal muss halt ein anderer. Es geht auch nicht darum, dass ich Tore mache, sondern dass wir hier gemeinsam und bla bla bla. So voll unpietär, also inklusive, glaube ich, einem, ich bin nicht mehr auf der Jagd nach Gerd Müller. Ich will nur noch, dass wir Spiele gewinnen. Ja. So, und hat also fast so einen Knick gemacht, so Entschuldigung und so. Also es war ein interessanter Kommentar. Du hast ja Standardspezialisten, Leute, die sich für Standards verantwortlich sehen und Elfmeter gehört einfach dazu. Das ist das, wo es, glaube ich, auch intern reden muss. Weil die haben mit Verhaag eigentlich, wenn nicht sogar, den besten Elfmeterschützen der Liga in der Mannschaft. Und jetzt hat Gomez zum zweiten Mal verschossen, vielleicht sollte man da mal neben Ginczek. Er macht 7 von 7. Er will auch nicht mehr, sagt er. Ich will jetzt nicht stressen. So, ja. Ne? Aber wir haben eine halbe Stunde in der Sendung, haben jetzt über Wolfsburg, Hertha geredet, sind beides nicht meine Lieblingsvereine. Wenn ihr nichts dagegen habt, so, dann würde ich mal weitermachen mit dem Spieltag, weil es sind auch andere Spektakel. Du wolltest doch nicht aufhören mit dem Videoschicht. Ich hab fast noch gar nichts heute gesagt und ich sperre mir das alles auf bis zur 89. Minute. Ja. Und ja. Ich wollte nur sagen, ich habe schon eigentlich warte, auf welches Spiel du kommst. Machen wir einfach mal weiter, weil ja noch andere tolle Partien. Ne? Der HSV hat 3 Punkte geholt. Ja, lass uns über den HSV reden. Wollen wir da nicht mal drüber reden? Gut, Skandal. HSV hat 3 Punkte geholt. Ja, das Videobeweisskandal. Vor dem Spiel so ein bisschen der hoher Druck gewesen. Gisdol wurde schon angezählt, von extern zumindest. Und es war eines dieser Spiele, was man braucht und wo man auch das Glück, was einem in die Wiege gelegt wird, dann auch gerne mal mitnimmt. Das Spiel war eigentlich nach 20 Minuten zumindest zeitweise schon vorbei. Es gab eine gelb-rote Karte, über die viel gesprochen worden ist. Die erste,
Und da muss ich auch mal sagen, es ist völlig okay, dass man darüber redet, aber man muss auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Wenn der HSV Profiteur ist einer Aktion, dann wird da auch, glaube ich, über Gebühr drauf rumgeredet. Im Vergleich, da kann ich 10 andere Situationen nennen. Man kann über Stuttgart in der Woche davor reden, als sie davon profitiert haben, dass ein Freiburger Spieler irgendwie vom Platz geflogen ist und jetzt sieht man sich sehr in der Opferrolle. Das Ding ist, das erste Foul ging ab. Da hat kein Schwein gesagt, dass man auch über Rot reden kann. Habe ich nicht einmal gehört. Stollen hier oben. Ach, das Ding. Diese fetten Riemen im Hals. Wenn ganz ehrlich, ich wette mit dir, in anderen Konstellationen hätte man drüber geredet, warum ist das nicht eine rote Karte? Da wurde nicht mit einem Satz drüber geredet. Dann das Ding, das war zu hart, sehe ich auch so die gelbe Karte. Aber selbst der Kommentator, über den ich mich gleich noch auslassen möchte, meinte, es war nicht mal ein Foul. Und da hört es einfach auf, weil natürlich ist es ein Foul. Er schätzt die Situation falsch ein und er tritt ihn hinten in die Hacken rein. Natürlich ist es ein Foul. Ist die gelbe Karte zu hart? Ja, sie ist zu hart. Er hätte auf dem Platz bleiben sollen, ist auch meine Meinung. Aber man muss jetzt auch nicht bei jeder Entscheidung so tun, als wenn das die krasseste Fehlentscheidung war, nur weil der HSV Profiteur ist. Es war ein fucking Foul und er hat dafür eine dunkelgelbe Karte davor schon bekommen. Also brauchen wir auch nicht nur darüber reden. Aber natürlich hat der HSV massiv davon profitiert. Und wenn ich auf der anderen Seite der Geschichte wäre, hätte ich mich wahrscheinlich auch drüber aufgeregt. So ist Fußball. Aber lass uns bitte nicht nur darüber reden. Ja, stimmt. Also, aber ihr habt ja ab, insofern. Ich möchte ja so. Pro Nils. Also das war definitiv mehr Foul als Handfreistoß in Karlsruhe. Ja. Hast du recht. Das ist so ein mieses Schwein. So, dann zum Spiel. Ja, also, ich bin noch nicht recht. Dann das zweite Ding, wo das, so das Glück wieder auf HSV-Seite war, natürlich dann der Freistoß. Oh Mann, danke, ich bin ganz angespannt, ey. Wo merkst du, ne? Das ist keine Muskulatur, es ist einfach. Aber es ist auch so eine Stimmung heute hier. Ja, es ist irgendwie so, heute ist das Glas, sagen sie. Bisschen aggressiv. Ja, das ist alles ein bisschen aggressiv. Und dann der Freistoß von Hand, wo vielen Dank an Ramon Zila irgendwie, ja, dass er den reinlässt. Und dann. Ich weiß nicht, ob er den falsch eingeschätzt hat. Ja, das siehst du. Der ditcht auf und er denkt, er kann ihn so aufnehmen. Und dann ist die Flugbahn aber so. Und dann 1-0. 1-0. Und dann denkst du eigentlich, okay, es liegt 1-0 vorne gegen 10 Mann. Das schaukeln wir nach Hause. Es gibt beim HSV keine Schaukel, das nach Hause. folgerichtig hat Stuttgart dann auch gar nicht so unverdient. Die haben nach der Pause auch befreit aufgespielt und haben versucht, nochmal ihre Chancen zu suchen. Sind dann zu einem Elfmeter gekommen nach Videobeweis. Handspiel von Diekmeier, wo er. Bin ich mir sicher, kein absichtliches Handspiel machen wollte. Ich bin mir sicher, er hat irgendwie versucht, an den Ball zu kommen mit dem Kopf und wollte vielleicht seinen Gegenspieler so wegblocken. Aber es sah natürlich dumm aus und dementsprechend kann man den Elfmeter auch geben. Und da hast du gemerkt, sobald so eine Situation ist, der HSV ist nicht stabil. So, die kommen, haben sofort Schiss. Ey, fuck, gegen 10 Leute Führung hergeschenkt. Was passiert jetzt? Und du siehst im Kopf, passiert da was beim HSV. Und zum Glück haben sie die Kurve bekommen, haben das 2-1 gemacht durch Kostic und dann eben Fiete Arp, über den wir vielleicht auch noch mal ganz kurz reden können. Ich fand das mutig, den da von Anfang an zu bringen. Ja. Und der hat es ja offensichtlich dann auch schon relativ selbstbewusst runtergespielt. Also weil der Junge Qualität hat. Und das ist genau der Unterschied. Weil der kommt auch aus einer Situation, dass er immer Gewinner ist. Der hat sein Leben lang alles in Grund und Boden geschossen, egal wo er gespielt hat. Der hat bei der U17 WM 5 Tore in 5 Spielen gemacht. Der hat irgendwie bei der U19 als 17-Jähriger in 3 Spielen 7 Tore gemacht. Der Junge ist ein Gewinner sein Leben lang, zumindest auf dem Fußballplatz. Und jetzt spielt er beim HSV. Und jetzt kommt er, er spielt sein Leben lang beim HSV. Das ist nämlich genau das Ding. Der Junge spielt sein Leben lang beim fucking HSV. So. Und jetzt kommt er in diese Mannschaft rein, die seit 3 Jahren im Abstiegskampf Möbel getreten wird. Und er ist aber ein Gewinner. Er kommt da rein und er ist ein Gewinner. Und mit der Mentalität geht er da rein. Und der Junge kann Fußball spielen. Das ist einfach ein sehr talentierter Typ. Und das siehst du einfach, wie der den Ball behandelt. Und da steht ein Bobby Wood, den ich eigentlich auch nicht so schlecht finde. Der hat ihn nicht gemacht. Und es gab einige Szenen auch davor schon, wo du siehst, wie der da 3-4 Verteidiger vor sich hat und durch seine Bewegung irgendwie diese Lücken findet und den Ball aufs Tor bringt. Der Junge ist, ich will den nicht überhypen, aber der Junge ist das Talentierteste, was ich seit langem auch aus dem Nachwuchs in Hamburg gesehen habe. Und ich freue mich einfach, dass er da ist. Ich hoffe, dass er lange da ist. Ich zitiere da Helmpeter, ne? 150 Millionen Mark. Für dich wünsche ich mir, dass diese Unbeschwertheit und dieses Unbekümmerte anhält. Weil wenn du dann irgendwann mal im Profifußball ankommst und möglicherweise Druck verspürst oder was ja dann auch sehr schnell gehen kann in der Situation, in der HSV nicht nur momentan, sondern überhaupt seit 3-4 Jahren ist, kann das lähmen. Absolut. Und für den Jungen wünsche ihm auch nur das Allerbeste und dass er sich davon halt einfach komplett frei macht. Ja, das hoffe ich auch. Er scheint mir ein sehr besonderer
Typ sein, zu sein. Er hat noch keine Tätowierung. Er ist, macht sein Abitur. Also war noch kein Eintrag im polizeilichen Führerschein. Auch das nicht. Und so, er fährt nicht ohne Führerschein und solche Sachen. Also der Junge scheint mir vom Kopf her auch alles mitzubringen, was es braucht. Und ja. Aber was, worauf möchtest du hinaus mit Tattoos? Nein, dass es einfach Spieler gibt, die in dem Alter und einem Bundesliga-Spiel... Lass dich nicht ärgern, ich weiß, was du meinst. Ich kann dir das ja auch begründen, weil es gibt ja tatsächlich, ich habe mit Eddie von noch drüber gesprochen, es gibt ja diese Spieler, die in dem Alter auch schon Superstars sind und die dann einfach sich ein Lamborghini kaufen und mit dem in die Versenkung fahren, weil die man dann sportlich nie wieder sieht. Und so, ich glaube, so ein Junge ist er nicht. Da gibt es eine schöne Geschichte von Jürgen Klopp, dass der mal bei einem Spieler, bei einem jungen Spieler, nachdem der sein Profidebüt gehabt hat, hat er sich, glaube ich, auch so ein dickes Auto gekauft, irgendwie Porsche oder sowas. Und Jürgen Klopp ist persönlich der hat das Auto genommen, ist persönlich zum Händler zurückgefahren, hat das Auto zurückgegeben. Ja, ich weiß nicht, ob die Geschichte war, ich habe die Nummer irgendwie gelesen. Klingt gut auf jeden Fall. Harvard übrigens Milewski, Jürgen Milewski, ex-HSV als Berater, ne? Und die reden jetzt schon über Vertragsverlängerung. Also ich glaube, du kannst dich über noch ein bisschen längere Zeit... die Frage wird ja nur sein, wie hoch ist die Ausstiegsklausel? Das ist ja eigentlich die einzige Frage, die geklärt werden muss. Das war für ihn. Ach so, okay. Der ist so aufgeregt. Lass ihn mal. Ja, merkst du nicht, dass er mir gerade was Gutes kam? Ja, ich sag ja, ich wünschte dir... Also, ich wollte dir einfach bitte genau so laufen. Das habe ich auch registriert. Und es kam wirklich von Herzen. Das habe ich gemerkt. Dankeschön. Mach's nicht kaputt. Gut, und zu Stuttgart noch. Für die war das Spiel natürlich dann wirklich nach 13 Minuten echt schwierig. Sie haben es, finde ich, gut gemacht. Sie haben sich lange gewehrt. Am Ende waren die Kräfte weg. Und da hatte der HSV noch ein, zwei Chancen, höher zu gewinnen. Aber aus Stuttgarter Sicht ist das, was willst du machen, 80 Minuten in Unterzahl. Ne? Kurze Fachfrage, warum kriegt Stuttgart draußen, auswärts kein, mal abgesehen von der gelben, auswärts kein Blumenkopf? Das frage ich mich auch so ein bisschen, da habe ich noch keine Erklärung für. Gut, wenn du keine hast, dann... Weil einer für sie ist ihr Spiel eigentlich gar nicht so ungemacht für auswärts, weil sie auch ein sehr ruhiges Spiel haben, immer mit 6 Mann in der Absicherung, möglichst keine vielen Tore kassieren. Sie haben auch, glaube ich, die drittbeste, oder haben eine sehr gute Abwehr auf jeden Fall eigentlich. Eigentlich müsste das auswärts funktionieren, aber zu Hause haben sie noch ein bisschen mehr Passsicherheit dann, um ihr Ballbesitzspiel durchzubekommen. Wird spannend. Ich fand aber, sie haben es auch nicht schlecht gemacht. Also ich fand auch, es war aber von HSV ein ganz interessantes Spiel, weil die es auch mal spielerisch halbwegs gut gemacht haben. Und dann auch. Ich das glaube, ist ja das, was die große Baustelle. Ich glaube, dass wir, und du weißt, mein HSV-Orakel stimmt immer. Mhm. Ich glaube, dass wir vom HSV noch anders reden werden im Laufe dieser Bundesliga-Saison. Ich glaube, dass da noch vielleicht... das ist gut, oder? Gut, ja. Ich glaube, dass da noch ein bisschen was kommt. Ich glaube, dass der HSV gar nicht so eine schlechte Truppe hat, die nur irgendwie muss da mal der Knoten platzen, dieser Druck irgendwie mal abfallen. Dass da so ein bisschen, und gerade, ich habe das ja auch letzte Woche gesagt, so mit den Neuen, jetzt waren Ito und Arp auch in der Startelf und so. Und ich glaube, das tut dem HSV gut, dass da mal so, wie du es ja auch gesagt hast, dass es ein Winner-Typ ist, aber die einfach mal vom Kopf her nicht diese Geschichte mit sich tragen. Und ich kann mir vorstellen, wenn der HSV jetzt nicht direkt nächste Woche, sage ich mal, 8-0 verliert und sich alles wieder einreißt, was dem HSV immer zuzutrauen ist. Aber wenn die es schaffen, vielleicht darauf jetzt ein bisschen aufzubauen, dass das noch einen positiven Verlauf diese Saison werden können und der HSV vielleicht noch den einen oder anderen überrascht. Ich halte den HSV für nicht immer, also dieses Jahr zumindest nicht so schlecht. Und ich finde, die haben auch einen ganz interessanten Kader mit ein paar interessanten jungen Leuten. Das geht heute mit so breiter Brust hier raus, das ist Wahnsinn. Ja, aber es ist auch verdient, weil ich glaube, ehrlich gesagt... Ja, wir hauen ja auch drauf, wenn es nicht so ist. Dann ich bin aber relativ ähnlicher Meinung und das ärgert mich halt so. Aber es sei dir gegönnt gerade. Ja, ich meine, euer Optimismus hält mir die Klasse nicht. Ich freue mich sehr, aber ich hoffe auch, dass es eintritt. Und, ihr habt ja immer noch Griffe. Europa sind auch nur 10 Punkte, glaube ich. Ganz ehrlich, man muss auch mal ganz kurz, man muss auch mal ein bisschen gucken, wen der HSV gespielt hat. So, der HSV ist sehr heimstark und auswärts nicht so gut gewesen. Und man hatte Bayern, Dortmund und Leipzig zu Hause. Das sind schon mal bei 11 Spielen, 5 oder 6 Heimspiele hatten sie. 3 davon sind gegen die 3 da oben, wo es echt schwer ist. Und die haben sie alle verloren. Man hatte noch nicht so viele. Man hatte Augsburg zu Hause. Bremen hatte man zu Hause, da hat man 4 Punkte aus 2 Spielen geholt. Also es ist auch mal so ein bisschen die Konstellation, ne? Genau wie Bremen die ersten Spiele auch echt harte Gegner hatte. Da kann man nicht immer... Aber was fängst du denn jetzt mit Fakten an? Das haben wir noch nie gemacht und dann fangen wir heute auch nicht damit an, oder? So, 8 Punkte bis Hannover. Nur noch 8 Punkte bis Hannover, das sollte ja machbar sein. Champions League kommen, alles klar. So, nächstes Spiel, ich hoffe, ich habe nicht so viel Zeit benutzt. Alles gut. So. Lass uns was anderes machen. Wo sind wir denn jetzt? Wollt ihr die Stimmung eher, also soll die Stimmungskurve so weitergehen oder soll es erstmal wieder runter und dann wieder hoch? Wessen? Nee, lass uns das zum Ende machen. Ganz ehrlich, lass uns das zum Ende machen. Dann.
Also ihr, also ihr beide zum Ende. Ja. Ja, da ist ja, keine Zeit. Das machen wir doch jetzt mal. Ich hab's auch auf der dann Zeit. Machst du die anderen ein bisschen auf. Kürzer. Weil nee, nee. Ich meine, ich fände es schon schön für die Zuschauer, wenn wir sagen, wir machen das nach der letzten Werbung, dann bleiben sie dran. Ja, aber dann haben wir wieder keine Zeit, dann müssen wir wieder noch 10 andere Themen und so. Dann machen wir mal Werder gegen Frankfurt jetzt, das Spiel mit dem neuen Coach. Dann machen wir jetzt eine Stunde, glaube ich. Nee, da gibt's gar nicht so viel zu sagen. Das stimmt allerdings. Das Spiel war tatsächlich gar nicht auf so einem hohen Niveau, muss man sagen. Also beide Vereine fand ich jetzt nicht spielerisch nicht super stark, aber es gab eben viele Torraumszenen auf beiden Seiten. In der ersten Halbzeit war Bremen klar besser, in der zweiten Halbzeit, das habe ich auch schon direkt am Anfang gesagt, dass Bremen ist gerade die ersten 20 Minuten sowas von draufgegangen, die waren wie aufgezogen. Also das hat auch die Eintracht ein bisschen überrascht, dass die da volles Pressing richtig hat, jedes dauernd den Abschluss gesucht, die waren so drauf, dass aber auch klar war, das werden die nicht 90 Minuten durchhalten. Und das hat sich dann am Ende auch gerecht, weil man dann schon gemerkt hat, die letzten 20 Minuten war dann, da hat dann eben nicht mehr die Power, da war die Power nicht mehr da, um vielleicht diese extra Meter noch mal zu gehen, die es dann eben auch bedarf, um noch den einen oder anderen Angriff zu unterbinden. Generell muss man aber sich auch, muss die Eintracht sich bei Lukas Radetzky bedanken, der einfach einen Sahnetag hatte, der wirklich 400-500-prozentige Chancen kaschiert hat. Das hätte auch, wie gesagt, an einem anderen Tag anders ausgehen können. Und ich glaube, dann wäre hier Bremen als Sieger vom Platz gegangen. Und zu dem Zeitpunkt, wo eigentlich, glaube ich, beide Mannschaften und auch beide Trainer gesagt haben, komm, das ist ein Unentschieden, bringt zwar Bremen nicht so viel, aber muss man auch akzeptieren. Die Eintracht hatte dann eben auch in der zweiten Halbzeit ein paar hundertprozentige, die sie auch nicht gemacht haben. Insofern, denke ich, war das in beiden Köpfen schon so ein Unentschieden. Ja, und dann kommt eben eine Traumflanke vom eingewechselten Tabata und wirklich ein wieder mal absolut spektakuläres Tor von Sebastian Haller, der echt einfach ein Granatentransfer ist. Ich muss es einfach sagen, das ist ein Wahnsinnsstürmer, der aber auch so ein bisschen mich an den jungen Alex Meyer erinnert von der Art. Der ist jetzt im Spiel selber gar nicht so aufgetaucht. Also was der halt megamäßig kann, ist, dass der jedes fucking Kopfballduell gewinnt und sehr ballsicher ist. Einfach, dass der die Bälle abschirmt. Du kannst den anspielen mit noch so einem beschissenen Ball und er hält den Ball und kann ihn dann sogar auch noch klug an die nachrückenden Spieler verteilen. Das ist schon eine enorme Qualität. Ist natürlich nicht der schnellste, also zum Pressing ist er jetzt nur bedingt geeignet. Und das ist jetzt, glaube ich, sein viertes Tor in Folge, was er einfach mal Volley aus der Luft irgendwie reinzimmert. 3 in der Liga, 1 in einem Testspiel. Ist auf jeden Fall natürlich ein krasser Nackenschlag für Bremen, muss man sagen. Wenn du dann so eine Partie in der 90. Minute oder 89. Minute verlierst, ist das schon echt, kann ich mir vorstellen, dass es das richtig hart ist. Aber man kann auch sagen, dass Bremen auf jeden Fall anders aufgetreten ist als in den letzten Wochen zuvor. Und das macht die Trainerdiskussion, glaube ich, in Bremen jetzt nicht unbedingt leichter. Wenn die jetzt da durchgefrühstückt worden wären oder einfach genauso schlecht gewesen wären, dann hätte man sagen können, alles klar, komm, Labbadia oder wer auch immer, mach's. Aber das, was der junge Kohlfeld, heißt er? Kohlfeld, genau. Ja, was der da gemacht hat, das war schon ein bisschen beeindruckend, finde ich. Ich meine, Tobi kann das vielleicht auch taktisch noch ein bisschen analysieren. Aber ich fand, das war ein Signal, wo auch die Spieler gesagt haben, also ich könnte mir vorstellen, dass die Bock haben, mit dem weiterzumachen, ohne da jetzt genaue Insider-Informationen zu haben. Traurig für Bremen, für die Eintracht natürlich sensationell. Drittes Spiel in Folge gewonnen in der 90. Minute ist natürlich geil. Und genau das bringt, glaube ich, auch so ein bisschen, das ist auf den Punkt, wie das Spiel also aus meiner Sicht gelaufen ist. Denn Bremen hat, Trainerwechsel sei Dank, so ein kleines, also einen komplett anderen Auftritt gehabt. Das hat zum Glück Sammer ja auch in der Halbzeit wohl ganz gut analysiert. Es war ein super Spiel. Das war auch Bremen, wie ich es schon lange nicht mehr gesehen habe. Also, was ich vorhin schon gesagt habe, mehr als 2-3 Leute mal über der Mittellinie so bei Ballbesitz, sah alles gut aus. Mir war auch klar, dass sie es nicht lange durchhalten können. Mir war aber auch klar, wenn jetzt irgendwann mal dieses Fünkchen Glück, das du immer brauchst, das Frankfurt ja im Moment zweifelsohne hat, umschwingt, dann führst du vielleicht sogar die Halbzeit, gehst führend in die Halbzeit in Frankfurt. Da das nicht der Fall war, also ich habe es gespürt. Und wenn du die Szene zum 2-1 siehst, das Ding ist im Prinzip nichts mit dem Bremer Strafraum zu tun. Im Prinzip ist Bremen selbst da im Angriff und versucht irgendwie noch den Sieg herzuweisen, also den Ball zumindest so weit wie möglich vom Tor wegzuhalten. Und dann ist es so ein Ping-Pong-Spiel hin und her, dann dieser lange Ball, dann nach außen und die Flanke, die er von da schlägt, die schlägt er auch nicht so oft. Und in der Mitte stehen 3 gegen 1. Ja, genau. Genau. Und in der Mitte stehen, danke schön. Mit der ganzen Klasse. Ja, mach ich gleich, wenn der fertig ist. Das ist im Prinzip, wo wir spielen 3 gegen 1. Und ich sehe noch, wie Moisander im Rückwärtslauf so einen Finger auf Haller
zeigt hier einer zu dem und Delaney und Augustinsson gucken sich beide an und das Ding kommt genau in die Mitte und er macht ihn rein. Und jetzt kann ein Verteidiger sagen, was sie falsch gemacht haben. Ja, und da kommt jetzt der Verteidiger bzw. der angehende Trainer in mir durch. Das oh, what? Ja. Du hast einen Trainerschein? Ja. Ja. Echt? Ja. Ja. Sehr gut. Ja. Richtig so mit Bundesliga-Ambitionen? Ja, ich ein bisschen kleiner Anfang. Also ich steige quasi in der Mitte der Rangliste ein, ja. Also was die Lizenzen angeht. Und, welche? Jugendelite heißt es. Und Dann kommt noch A und dann darf ich an den Fußballlehrer ran. Dann ist alles schwierig. Aber wir werden deinen Weg begleiten. Weil ich einfach weiß, wie Trainer dann aus eigener leidvoller Erfahrung, wie Trainer das dann analysieren. Und wenn ich tatsächlich das Abwehrverhalten vor dem 1:2 sehe, wir reden von der 88. Ja, 89. Minute. Wer muss ihn übernehmen? Scheißegal. Aber einer muss halt hin. Und er darf nicht aus 13 Metern ungefähr, 12, 13, 14 Metern, frei zum Kopfball in der 89. Nein, es gibt keine Rechtfertigung, keine Erklärung dafür, dass das passieren darf. Ja. Du bist nur noch ein Bruchteil quasi von einem Punkt, der dir als Einzelner wahrscheinlich nicht so viel bringt, aber der dir ein wahnsinnig gutes Gefühl gibt, weil du mal wieder ein positives Erlebnis hattest, weil du auswärts was geholt hast, bist du weg und stehst zu dritt um einen Spieler rum und alle gucken zu, wie er ihn zwar sehr schön, aber auch komplett ungestört reinköpft. Wenn du aus der Entfernung, verlängert, wenn du aus der, wenn du in der Situation nur dran bist, nur hier so ein bisschen, nicht schubsen, einfach nur ein bisschen stören, ein paar Prozentpunkte Konzentration klauen, kann er den schon nicht so frei und so konzentriert sich im Prinzip aussuchen, wohin er ihn schießt. Es war ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Ne? Also es das war mag ja sein, aber es ist trotzdem die vorletzte Minute. Es ist die vorletzte Minute. Und da stehen drei da hast gegen du als, das ist, ich will nicht so weit gehen und sagen, dass das was mit Mentalität zu tun hat, aber das ist Achtsamkeit, sensibilisieren, dass jede Scheißsituation auch in der 90. noch tatsächlich mega entscheidend ist. Aber dieses Tor zu verhindern mit allem, mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Und wenn ich mir in die Fresse schießen lasse, ja, der blaue Fleck geht weg, aber wir haben den Punkt und der bleibt. Tobi, gib mir was, wo ich mich festhalten kann. Das ist aber jetzt echt eine Frage. Also ja, gerne. Ja. Der blaue Fleck geht weg, aber der Punkt ich bleibt. Ich mach den Einstieg. Aber Tobi, dann gib du mir doch mal so lange irgendwelche Hoffnungen. Wie soll man sie nach? Das ist ein Schein. Das ist der kleinstmögliche Schein. Das ist ein fucking Schein. Das ist ein Schein, ey. Das ist krass. Du bist ich muss ja mit gutem Beispiel vorangehen und ein bisschen Druck aufbauen. Du bist schon fast ein Chabo. Tobi, gib mir irgendwas. Das läuft ja wieder sozialistisch. Sag mir, woran ich mich festhalten kann. Jeder das, was er zahlen kann. Ja. Ich zahle dann 10 Cent oder so. Ja. Wenn das neue Buch rauskommt, dann legst du da auch 2-3 Scheine rein. Und wir nehmen das Geld raus, das ist das Geile. Ich habe mir angeguckt, wie das System aussieht von Bremen. Wir haben ein neues System gespielt, haben 4-3-3 Mittelfeldraute gespielt, so nennt man das in, wenn man klug klingen will. Theoretisch ist es ein 4-3-3, ich glaube, das kann man ganz gut erkennen. Vierer Abwehr, 3 Stürmer vorne. Warum Mittelfeldraute? Weil Kruse eine sehr flexible Rolle gespielt hat und immer mal wieder auf die Zehnerposition gefallen ist. Und dann hast du, zack, im Mittelfeld das, was man eine Raute nennt. Eine geometrische Figur, in der die Spieler angeordnet sind. Das hat dafür gesorgt, dass Bremen spielstärker war, dass sie auch öfters mal durchs Zentrum gekommen sind, auch wenn sie sich da doch haben dann wieder sehr leicht auf den Flügel lenken lassen. Und bei Frankfurt hat es dann ein bisschen gedauert, bis sie dagegen vorgehen konnten. Ja, die haben am Anfang mit Viererkette gespielt. Genau, die haben am Anfang hier, man sieht es. Das hat überhaupt nicht geklappt. Zurück, mal zurück. Muss man sagen. Haben am Anfang hier mit einer Viererkette gespielt, auch so ein 4-3-3, so ein bisschen ähnlich, mit Rebic hier auf dem Flügel und Wolf auf der anderen Seite, so ein bisschen eine kleine Asymmetrie, eine Seitenverschiebung drin. Und haben dann aber umgestellt zwischenzeitlich auf eine Fünferkette und haben dann im Gegner praktisch gespiegelt und haben es dann hier gerade vorne mit diesen Manndeckungen, die ja bei Frankfurt Teil des Systems sind, haben es sehr gut hinbekommen, die Bremer schachmatt zu stellen in Halbzeit 2. Das war meine Analyse. Zurück zu dir, Nils. Das klingt immer so einfach. Also wenn du das so erzählst jetzt so, oh, du hast einfach Fünferkette, haben so Manndeckung gemacht und dann fragt man sich mal so, ja,
Warum machen das denn hier eigentlich alle so? Mir reicht das noch nicht. Dir reicht das noch nicht? Nee, 5 Punkte. Bremen, gib mir irgendwas. Soll Kohfeldt weiter Trainer sein? Oder? Das ist die Frage, ich weiß es nicht. Er hat das auf jeden Fall gemacht. Ich hatte spielerisch weiterentwickelt. Wir haben ja die ganze Zeit darüber geredet, dass sie spielerisch nichts zustande bekommen, dass Augsburg sich hinten reinstellt und die dann nichts hinbekommen. Und dieses neue System, was sie gespielt haben, das war schon in gewissermaßen mehr Spielstärke. Hat auch Kruse mehr eingebunden. Aber kann ich mal was fragen? Inwiefern ist das spielerisch weiterentwickelt und inwiefern ist das einfach nur, ey, da ist ein Trainer weggegangen, auf den viele Spieler keinen Bock mehr hatten, die auf sein System keinen Bock mehr hatten und dementsprechend das vielleicht auch gespielt haben. Und dann spielen die jetzt wieder offensiv. Es wird quasi das, was auch Spieler sich wünschen, wird dann auch erfüllt. Die müssen dann auch abliefern, die wollen dann auch abliefern. Inwiefern ist es das System und inwiefern sind es die Spieler, die das spielen, die den Unterschied machen? Also das kann ich dir natürlich so nicht beantworten, aber es ist schon auch eine Systemfrage, weil ich glaube, ich kann es super einfach zeigen. Das System, du hast hier eine Raute. Und was Bremen die Woche zuvor gespielt hat, ist ein 5-3-2. Das heißt, du ziehst diesen Spieler hier hin und hast ihn hier hinten. Ja. Da muss ich, glaube ich, nicht jetzt unendlich viel erklären, dass das zumindest mal in der Spielanlage, in den Spielern, die ich in die gegnerische Hälfte bekomme, defensiver ist. Ja. So. Und dann ist natürlich schon so eine Systemfrage. Wie es natürlich dann die Spieler ausfüllen, ist dann wieder eine andere Frage. Aber du kannst halt schon über das System, allein schon über diese Formation, gibst du deinen Spielern ja eine Marschroute an die Hand, die sie dann ausführen. Aber diese Marschroute hat natürlich auch einen großen Einfluss daraus, wie die es ausführen können. Ralf, mal eine Frage. Läuft es nicht einfacher, wenn man ein System spielt, auf das die Mannschaft Bock hat? Ja, selbstverständlich. Die werde ich dir auch beantworten können. Ja, aber ja. Natürlich, wenn du. Weiß ich nicht. Das ist ja so, als wenn ich zu Ellie sage, moderierst du eine Sendung besser, auf die du Bock hast. Ja. Ja, weißt du, aber klar, die Antwort kennst du aber auch. Die Antwort kennst du da selber auch. Oder Angst kann aber auch ein Faktor sein. Also ich bin Profi und das, bin immer hochmotiviert. Ja, ich auch. Aber ich glaube, das ist, was Tobi da gesagt hat, ich glaube, das ist das entscheidende Problem bei Bremen gewesen. Und das hast du dann auch am Ende gemerkt. Irgendwann war aus der Motivation, das Spiel gewinnen zu wollen, irgendwann die Angst schon wieder zu verlieren. Und das. Ich glaube nicht, dass die Spieler von Felix Magath, die Meister geworden sind, unbedingt das System so toll fanden, dass sie da viel Bock drauf hatten, aber sie hatten halt Angst. Ich weiß nicht, Angst, aber sie hatten halt, du hast halt auch keinen Bock auf der Bank zu sitzen oder sowas. Da sind ja viele Faktoren. Also Lust auf der Arbeit ist natürlich ein Faktor, aber manchmal kann zu viel Spaß bei der Arbeit auch hinderlich sein. Sag ich mach mal eine Umfrage. Kohfeldt oder nicht Kohfeldt? Ich frage für einen Freund jetzt. Ja, du musst ja die Alternative anbieten. Ja, Labbadia. Kohfeldt oder Hitler, sage ich Kohfeldt. Also Kohfeldt oder Labbadia. Oder Bilic. Slaven Bilic ist bei West Ham rausgeflogen. Hat ja auch eine Vergangenheit hier in Deutschland. Also es ist jetzt nicht so, dass das für ihn alles Neuland wäre. War aber fast beim HSV auch. Was sagst du? Also Bilic? Nee, der ist viel zu teuer. Ich kann nicht bezahlen. Hab mich mit Werder halt mal so gar nicht beschäftigt. Kohfeldt oder Labbadia? Aus dem Bauch. Komm. Aus dem Bauch raus? Ja. Du als frag mal weiter. Oh. Wer ist die Frage, wer wir glauben, wer es wird oder was wir besser finden? Was wir besser finden. Wie groß ist deine Verzweiflung? Also ich ich glaube, dass Labbadia Bremen retten würde. Ich glaube, dass Bremen und Labbadia nicht langfristig. Nein, David Moyes ist nicht mehr frei. Nee, ist nicht mehr frei. Dass er langfristig Bremen weiterentwickelt. Das hat er beim HSV auch nicht geschafft, das glaube ich nicht. Ich glaube, Kohfeldt wäre die richtige Variante, wenn du was aufbauen willst. Ja. Labbadia bringt sie deswegen hoffentlich. Habe ich gefragt, wie groß deine Verzweiflung ist. Riesengroß. Und ich habe ein bisschen Sorge davor, dass wenn Kohfeldt jetzt reingeschmissen wird, obwohl ich glaube, dass er die bessere Wahl wäre, dass der halt daran krepiert. Aber ganz ehrlich, ich würde, also meine Meinung ist, ich würde nach dem Spiel auf jeden Fall auf Kohfeldt setzen, weil ich das gut finde. Die schreiben alle Kohfeldt. Nee, ohne L. Okay. Kohfeldt, okay, das habe ich schon gemerkt. Ich würde auf Kohfeldt setzen und den Schwung, den er jetzt erstmal mitgebracht hat, den würde ich erstmal mitnehmen jetzt. Es gibt für mich keinen Grund daran, jetzt in der Situation jetzt was zu ändern. Es war ein guter Auftritt. Und wenn er in 2, 3 Spielen dieser Schwung dieses jungen neuen Trainers sich wieder, wenn er wieder weg ist, dann kannst du immer noch einen Bilic oder einen wen auch immer holen, Labbadia. Ich würde das jetzt, Stand heute, würde ich weiter auf den jungen Trainer setzen. Ich auch. Aber ich habe gesehen, Labbadia hat einen besseren Schnitt als Gisdol beim HSV. Aber ich halt auch von ich bin kein großer Labbadia-Fan, muss ich sagen. Ja, ich glaube auch nicht. Ich glaube, das wäre auch wieder so ein. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, als ich mir die Bundesliga-Trainer mal hier Wolf und Herrlich und so. Das hat nichts mehr damit zu tun. Heinkes ist der Einzige, der noch so aus der guten alten Zeit kommt, weil den kennt man ja. Und der Rest sind alles so unbekannte. Ein Trainer sollte nie länger vorm Spiegel stehen als seine Spieler. Das ist einfach so eine Faustregel. Dann lege ich mich fest, ich bin für Kohfeldt. Ja. Ich weiß es nicht. Ich kenne halt Kohfeldt nicht. Hast du das gehört? Mit dem Spiegel. Das ist doch kein Phrase. Natürlich. Was? Alter.
Die habe ich gerade erfunden. Ja, das war schon. Etienne, ich bitte dich. Können wir, vielleicht sollten wir wirklich das, so. Dann sollten wir euch erstmal definieren, was hier eine Phrase ist. Kurz, wenn mein Ding mit dem blauen Fleck und den Punkten, ja, dann ist dein. Das wurde doch bestimmt schon in der Geschichte des Fußballs mal gesagt. Das, was ich habe, ist ein Original hier. Das ist alles, was ich beisteuern kann. Es ist ein 2-Euro-Stück, möchte ich an der Stelle sagen. 2 Euro macht ihr euch einen schönen Tag auf meine Kosten. Wir brauchen aber jetzt macht ihr euch einen schönen Jingle Tag. So. Das ist richtig deprimierend. Unglaublich, wenn das eine Phrase ist. Unfassbar. Irgendwas. So. Gut, ich finde übrigens dazu, ihr müsst mal wieder ein paar Namen schicken. Das heißt, Erne, sehr gut, da war eben dabei. Ja. Für Schwein. JJ Oinkotscher. JJ Oinkotscher fand ich auch sehr schön. Wir werden es am Ende sehen. Ist der noch wirklich drin? Ja. Ja, natürlich. Ja, wer weiß. Hier. So, wir haben jetzt die emotionalen Höhepunkte Glückwunsch übrigens in dieser Runde schon mal durch. Mal. Jetzt wird es ja alles ein bisschen sachlicher werden. Ich hoffe, das ist nicht übel. Ich möchte an der Stelle ganz kurz eine Sache nur sagen, weil ich habe ja dann dir und Gunnar einen kleinen Tweet geschickt und daraufhin hat mein langjähriger Freund Killer Klasnitsch, der mir seit Jahren auf Twitter folgt, gesagt, zitiere, ja, aber mit den Worten, der Unfollow war überfällig. Ich finde das einen tollen Spruch, weil offensichtlich hat er schon lange mit dem Gedanken gespielt, mir endlich zu unfollowen. Und das hat das fast zum Überlaufen gebracht. Und ich wollte an der Stelle vielleicht noch ganz kurz sagen, lieber Killer Klasnitsch, ich würde mich sehr freuen, wenn du wieder, wenn du mir wieder bei Twitter followst. Du fehlst mir. Und ich merke einfach, dass das Tweeten macht mir keinen Spaß mehr, wenn du nicht meine Sachen liest und vielleicht. Ein bisschen mehr Respekt vor Bremern. Vielleicht überlegst du es dir einfach. Ja, vielleicht liest er ja weiterhin immer manuell auf dein Profil gehen. Ja, aber ist nicht das Gleiche. Ich will, dass ich in seine Abo-Box lande. Vielleicht hat er ja noch ein zweites Profil. Das kann sein, ja. Killer Ailton oder so. Ja. Wer weiß es. Dieser Appell, Killer Klasnitsch, komm zurück. Das Leben muss doch nicht so streng sein. Lass uns ein bisschen noch über die Spiele reden, die wir noch übrig haben. Ich finde, Ralf, du darfst jetzt auch mal eins aussuchen. Vor allen Dingen, du hast ja so viele schöne Sachen. Du hast ja so schöne Sachen stehen. Was hast du denn da noch? Ist auch nicht schlecht. Ja. Boah. Ja. Da steht viel. Mach mal das. Ja, das ist Augsburg-Leverkusen. Mal gucken, was habe ich denn noch? Vorbereitet, ne? Ein bisschen. Nico, Harvey Schweinstein. Hier, fand ich sehr interessant. Da bringe ich hier Tobi direkt wieder ins Spiel. RB gegen Hannover. Habe ich gesehen. Der schöne Camper-Trick, ist er dir aufgefallen? Ja, tatsächlich. Klär die Leute doch mal auf. Jonathas, nicht? Nee. Was meinst du jetzt? Ich meine, das ist tatsächlich das 2-1. War das Camper-Trick das 2-1? Ja. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja. Es war die Ecke geklärt. Und alle rücken raus, nur Werner so ein bisschen Also entspannt zurück. Camper-Trick. Ja, gerne erklär nochmal. Camper-Trick, wobei ist das eigentlich was anderes im Fußball als im Handball? Oder? Camper ist jetzt im Sinne von Counter-Strike, der campt da gemeint so. Oder? Ja, ist ja. Mhm. Werner hat ja eigentlich nichts anderes gemacht. Er ist einfach nur sehr langsam rausgerückt, stand dadurch natürlich näher am Tor, in einer Abseitsposition, aber dadurch, dass der Ball nach außen gespielt wird und dann erst quer zu Werner gespielt wird, steht er nicht im Abseits, weil es halt eine neue Spielsituation ist. Aber er hat halt Bewegungsvorsprung gegenüber den Abwehrspielern, die halt theoretisch erstmal noch 5 Meter zurücklaufen müssen, wo Werner halt schon steht. Ja, ich warte wirklich darauf, bis das mal als konkretes taktisches Mittel eingesetzt wird. Wird's ja auch von einzelnen Stürmern. Bei wem ist es mir aufgefallen? Am Wochenende irgendein Stürmer. Ich meine, es war sogar Jonathas. Der hat das durchgehend im Abseits irgendwie über 90 Minuten. Also es gibt ja Stürmer, Einzelstürmer, die das machen. Du musst dann halt nur deine Zuspieler in den Halbräumen, im Mittelfeld, musst du halt anweisen, Leute, ihr spielt mir nicht den Mittelstürmer an, sondern ihr spielt meine schnellen Außen an. Und der darf aber nicht zu lange brauchen. Also wenn der dann 1, 2, 3, 4 Kontakte oder nicht ein, sondern 3, 4, 5 Kontakte braucht, ist der Abwehrspieler da. Wenn es direkt mit dem ersten, maximal mit dem zweiten, hat der Stürmer immer noch diesen Bewegungsvorsprung und ist nicht im Abseits, weil neue Situation. Ja. So sieht's aus. Passives Abseits quasi für sich genutzt. Ja, im Handball gibt es auch einen Camper-Trick, aber das ist was anderes. Der ist nach dem Spieler-Camper genannt. Deswegen und du meinst gehört. Eben, dass Schweinige campen. Von Counter-Strike. Ja. Das kommt, wir haben es. Ich weiß nicht, was das so heißt, aber ich habe es wegen Counter-Strike damals Camper Tobi, getauft. Wenn du nochmal wegen der Namensrechte was machen möchtest, sagst du in die Kamera, der DFB hört zu, das ist der Camper-Trick. Im Zweifel habe ich einen guten Medienanwalt für dich, also von wir da irgendwas rechtemäßig erklären wollen. Nein, ernst gemeint. Siehst du? Ja, es gab ein paar Abseitssituationen. Genau. Also Timo Werner, kuriose Situation, hat ein Tor geklaut quasi. Er stand im Abseits und Ilsanker fand das nicht so in einen lustig. Schutz von Ilsanker reingeschraubt und der Ball wäre wahrscheinlich sowieso reingegangen und so hat er Leipzig Tor geklaut. Hat es am Ende dann kurz vor Schluss wieder gut gemacht durch dieses wichtige 2:1 aus Leipziger Sicht, denn die wollen ja oben dran bleiben bei den Bayern. Darüber hinaus ist Hannover für mich
so ein Prototyp, oder Hannover dieses Jahr ist so ein gutes Beispiel dafür, wie viel Selbstbewusstsein und Sicherheit ein guter Start geben kann, auch als Aufsteiger. Mhm. Auch eine gute Saison im Nacken. Denn damals, als sie den Trainer gewechselt haben, in einer gar nicht, haben wir auch damals diskutiert. Im Nachhinein war das die richtige Entscheidung, quasi Breitenreiter zu installieren. Und seitdem haben sie ja auch in der zweiten Liga eigentlich nicht mehr verloren. Ne? Ganz kurz, der Schuss war Sabitzer. Nicht Ilsankers, tut mir leid. Toll. Ja, habe ich. Es tut mir leid. Aber er fand es auf jeden Fall nicht lustig, das habe ich gesehen, weil er ist zu Werner hingegangen und ja. Lass doch, der geht doch sowieso rein. Aber ja, zurück zu Hannover. Bitte. Ich fand, Hannover hat das wieder defensiv sehr stark gemacht, haben früh angelaufen, haben aber mit einer Fünferkette so Wechsel zwischen 5-3-2, 5-2-3, haben sie es wirklich gut verteidigt. Ich finde, das war aber für Leipzig so eine richtige Reifeprüfung. Sind dann irgendwann durch einen Konter 1-0 zurückgewesen und das hätte so ein Bruch sein können, das hätte dann zu Ende sein können, das Spiel, weil wirklich Hannover defensiv exzellent stand. Aber sie haben halt dann noch Energie gehabt und haben am Ende noch richtig so eine Powerleistung gemacht. Haben dann noch Forsberg und Keita von der Bank gebracht, haben nochmal dann so richtig Gas gegeben. Und ich habe jetzt leider kein Bargeld hier, das Licht da hinten. Willst du was haben? Ich kann dir was. Ich kann dir was leihen, ich würde mir gerne was ins Phrasenschwein schmeißen. Weil das sind, wenn du ganz vorne mitspielen willst, sind das die Spiele, die du gewinnen musst. Warte mal, da machen wir. Davon können wir essen gehen. Oder irgendwo einen Strich für Tobi, warte mal. Genau, hier. Ja, das ein Strich. So. Merk ihn dir nachher. Das ist für die Zahlungen da. Ja. Das ist der Bierdeckel. Auf einmal haben wir sogar Bierdeckel, theoretisch. Wir haben alles da, was man braucht. Ja. Krass. Ja, also für Hannover hat es dann am Ende nicht gereicht. Leipzig, wie du richtig sagst, klar, das sind dann so ein bisschen die dreckigen Siege. Und haben wir mal die Tabelle übrigens, die, glaube ich, wieder von unserem Kumpel gebaut worden ist. Wie heißt er noch gleich? Steht er leider gar nicht, hat er nicht mehr draufgeschrieben. Tabelle bei musste da oben dann so, ne? Ja, sowas muss da noch rein. Leipzig ist jetzt wieder auf Vizemeisterkurs, 4 Punkte hinter Bayern. Und Hannover, ja, die sind immer noch gut dabei, aber die Reise geht eher nach unten als nach oben, was ja aber auch echt nicht verwunderlich ist, denn die sind ja absolut im Übersoll. Ja, war wichtig für Leipzig, oder? Ja. Damit können wir auch schon zum nächsten Spiel weitermachen, oder? Ja, finde ich auch. Dem tragischen Fall. Die Uhr ist kaputt. Wollen wir mal ein bisschen vielleicht Geld verdienen und so? Ja, die Regie, da muss man was sagen. Geben, wenn sie ihr schon nicht einblendet, dann sagt was. Ich brauche ein bisschen Geld, wenn ich da weiter Phrasen hier rauswerfen will. Sie machen einfach 10 Minuten noch. Wir haben noch 10 Minuten. Dann können wir doch noch den tragischen Fall Borussia Dortmund besprechen. Das ist eine gute Idee. Der tragische Fall. Was, heute was haltet ihr von Floppy ist? Das Floskelferkel? Floppy? Das ist eine dreifache Alliteration. Dann eher Floppy, aber... Nee. Also ich bin Euren Kotscher finde ich bisher am besten. Gut, also dann machen wir das Topspiel Dortmund gegen Bayern München. Dortmund kam ja aus einer großen Krise, Bayern aus genau dem Gegenteil, nämlich einem Heinkes-Hype. Und das Spiel war relativ eindeutig. Zwar hatte Dortmund auch in einigen Phasen gute Chancen, Jarmolenko, gute Chance an Ulreich gescheitert, aber letztendlich hatte man das Gefühl, die Bayern haben das ganz souverän runtergespielt und Dortmund hatte nicht so wirklich eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Ja, hatte ich auch das Gefühl so ein bisschen. Also es wurde nachher viel darüber geredet, über die vergebenen Chancen von Dortmund. Die kamen aber erst so, als Bayern geführt hat und als sie dann auch 2-0 geführt haben und als sie dann auch 3-0 geführt haben, da kann man Dortmund zugutehalten, sie haben nie aufgegeben, haben immer weiter nach vorne gespielt. Es war interessant, dass Bosch an seinem viel diskutierten System gefeilt hat. Also das war jetzt kein 4-3-3 mehr, das war 4-4-2. Das war nicht dieses, zumindest in der ersten Halbzeit, war es nicht dieses totale Pressing, immer voraufgehen, viel Ballbesitz, sondern halt ein bisschen tiefer, ein bisschen bewusster verschieben. Und ich finde, da haben sie es nicht so sonderlich überragend gemacht, dass man jetzt sagen könnte, okay, die Systemumstellung ist gelungen. Ich fand es aber offensiv, war es besser als zuletzt. Aber das war auch eigentlich nie so richtig die Schwachstelle. Die Schwachstelle, die du rausbekommen musst, sind diese Gegentore. Und in dem Sinne war es dann auch jetzt nicht das erwartete. Die Schwachstelle, sind die Gegentore. Nee, die Schwachstelle ist halt die Defensive. Und wenn dann halt du ein System anpasst, das dann die Offensive besser macht und deine Defensive noch nicht so stabilisiert, wie es mal stabilisiert werden soll, dann kannst du auch nicht jetzt von einem großen Schritt nach vorne reden, finde ich. Obwohl ich hab's halt in der Krise auch nicht so schlimm gesehen, deswegen sehe ich es jetzt auch nicht so gut wie vielleicht manche BVB-Fans. Ja, wie ist denn die Perspektive jetzt? Also jetzt hat Dortmund ja eigentlich gegen jeden verloren. Aus dem unteren Regal, aus dem oberen Regal. Ne, fragen wir mal so, wie fandet ihr denn das Spiel? Es war halt,
Ich fand nicht, dass da zwei Mannschaften aufeinandertreffen, wo man sagen kann, das sind jetzt die Meister, beziehungsweise das ist jetzt der Meistergegner Nummer 1 für Bayern München. Da fand ich den Auftritt von RB Leipzig zuletzt schon deutlich überzeugender. Nicht der in der Liga, aber der im Pokal zumindest. Ja, ich fand Dortmund auch nicht. Also sie hatten ihre Chancen, das muss man auch fairerweise sagen. Und wenn sie davon eine reinmachen, dann kann es auch nochmal anders ausgehen. Aber ich finde auch, dass das schon ein deutlicher Unterschied war. Und gerade im Vergleich zu Leipzig-Bayern, finde ich, war das vom Auftritt her, würde ich es genau so sagen. Erster Bayern, zweiter Leipzig, dritter BVB. Also so im Prinzip, wie die Tabelle jetzt auch aussieht. Was ich mich mal frage, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr eine Antwort. Ich habe es jetzt nicht so mitbekommen, was da los ist. Aber Şahin war doch Anfang der Saison gesetzt, spielt jetzt nicht mehr. Und da würde mich mal interessieren, ich weiß noch, ich kann mich erinnern, am Anfang der Saison, die ganzen Lobeshymnen und sie haben, der Dortmunder Sohn ist wieder da und so und hat auch in der Champions League und so gespielt und auch immer gute Leistungen gemacht. Jetzt plötzlich wieder spielt er keine Rolle mehr. Was hat es damit auf sich? Weiß das einer oder? Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Aber Şahin war halt auch zuletzt nicht in den Leistungen so überragend, dass man das hätte rechtfertigen müssen. Und man hat jetzt auch mit einer Doppelsechs gespielt, mit Weigel Castro vielleicht da die Überlegung, wenn man das System wechselt, auch das Personal zu wechseln. Aber Weigel hat nicht so gut gespielt. Ja, das geht aber doch weiter da. Ich meine, auch der Philipp hat teilweise, immer wenn er aufgestellt war, bombt er da alles aus der Halle. Und, aber warum auch immer diese Dauerrotation da in dieser Mannschaft? Und dann sind die alle raus. Und jetzt findet er nicht mehr statt. Und hat, glaube ich, also was Spielminuten angeht, fast die meisten Tore geschossen. War der verletzt? Weil der war ja nicht mal im Kader. Oder ist der nicht mehr im Kader? Ich weiß es nicht. Also der Hut ist auch offiziell nicht verletzt, war aber auch nicht im Kader. Keine Verletzung angegeben. Das müsste, also ich kann mich jetzt gerne jemand korrigieren. Aber ich weiß nicht, ob das alles so, diese Momentum-Abwärtsspirale gerade in Dortmund, dass da einfach nichts mehr zusammenpasst. Und das ist, glaube ich, irgendwie nicht sportlich zu erklären. Nicht vom Kader her, nicht, also die Aufstellung oder also das System, das wirst du, ich finde, das kann es nicht bei so einem Kader automatisch sein, dass man so abkackt, wie es diese Wochen machen, dass du dann am Ende gegen Bayern 3-1 verlierst, die also so an meiner Welle gerade dank Henkes unterwegs sind. Das war eigentlich ein ganz normales Bayern-Spiel. Ich finde es schade, dass im Prinzip die Meisterschaft schon wieder geklärt ist. So, das ist das, ich was mich am meisten nicht geärgert hat. Ich fand das jetzt von Bayern auch nicht überragend, dass man allein schon durch die Chancen gesehen hat, die Dortmund hatte. Ja, die hatten ja durchaus Chancen, da was zu machen. Und ich fand das jetzt auch defensiv war es nicht so sattelfest, wie man es vielleicht von den Bayern erwarten würde. Aber wenn du dann guckst, jetzt 26 Punkte mit dem, ich meine, wenn wir Champions League gucken, dann wird wahrscheinlich Dortmund raus, Leipzig raus, Bayern wahrscheinlich im Viertelfinale an PSG scheitern oder irgendwie sowas. Das heißt, da ist die Saison hergeschenkt. Und in der Bundesliga wird es eine langweilige Saison, weil die besser sind als der Rest, weil die sich alle wieder gegenseitig Beine stellen. Und sportlich. Ja gut, dann mal gucken wir es halt nicht mehr, Jahr. Nico. Wenn alles so klar ist, dann machen wir jetzt hier Schluss. Fertig, ja, aus der Bums und dann. Es ist halt eine Enttäuschung, weil wir hatten halt alle das Gefühl so, ey, dieses Jahr kann es einen Dreikampf geben um die Meisterschaft. Kann es ja auch noch. Ja, natürlich, aber man hat schon irgendwie das Gefühl so, also Leipzig hat seine Grenzen aufgezeigt bekommen im direkten Duell und Dortmund auch. Ja. So. Und punktetechnisch, guck dir an, was in 4-5 Wochen passiert ist. Ja. So, das, man muss sagen, Ancelotti hat sich auch geäußert jetzt. Der Postillon hat es ja gepostet und hat gesagt, also mit Jupp Heynckes hätte ich das auch geschafft. Das heißt, also das ist natürlich auch ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, was die Bayern gemacht haben. Aber vielleicht kommt noch ein Trainerwechsel beim BVB und dann nimmt das Ganze nochmal Fahrt auf. Das glaube ich aber nicht. Glaubst du nicht? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, wenn die jetzt 2-3 Mal noch verlieren, glaube ich, so geht das schnell, das wäre ganz schon schnell. Werbung. Ne? Ja, wir machen ein bisschen. Da will der Timo direkt Werbung machen. Ja. Aber Udo Lattek trainiert doch nicht mehr, oder? Wer wäre dann da die Alternative? Udo Lattek macht generell gar nicht mehr. Entschuldigung. Relativ inaktiv geworden. Thomas Tuchel ist auf dem Markt. Guck mal, was Dortmund macht. War doch nicht so schlecht, der Tuchel. Ja, Şahin spielt jetzt eh nicht mehr, da kann Tuchel zurückkommen. Wir machen ein bisschen Werbung. Und danach Timo, weil Timo ist ja Dortmund-Fan. Werden wir natürlich noch ein bisschen drauf rumhacken, in der Wunde poolen. Das ist einfach so. Bis gleich. Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Hallo, herzlich willkommen zurück. Bundesliga. Wir poolten gerade in der
Daumen in der Wunde. Polen wir noch mal ein bisschen drin rum oder sind wir fertig? Ich glaube, wir sind fertig mit Polen. Ne? Wir müssen da mal ein paar Dinge aufarbeiten. Ja, kennen wir noch Sandor-Pool? Ja, kenne ich. Was kennen wir? Ungarn. Sandor-Pool. War lange Zeit einer der besten Schiedsrichter, musste dann raus, weil er das Foul mit einem Beinbruch nicht gesehen hat, beziehungsweise nicht sanktioniert hatte. So war das dann. Champions League, ne? Oder? Ich weiß nicht mehr, in welchem Wettbewerb, aber es war ziemlich brutal und er so, oh, weiter. Willst du unseren Zuschauern die gute Nachricht überbringen? Ja, ich finde, nachdem wir hier jetzt so depressive Themen wie Werder Bremen und Borussia Dortmund besprochen haben und Beinbrüche, können wir mal zu was Positivem kommen, denn es hat geklappt. Killer Klasnitsch ist wieder da und das ist einfach die, das ist wirklich Beans of Love und das ist einfach für mich persönlich noch schöner als der Dreier, ganz ehrlich. Als welcher Dreier? Und wie war der Sieg für Frankfurt? Naja, ich meine, ich rede von Fußball. Ich dachte, wir wollten da nicht drüber reden, haben wir abgemacht. Hab ich auch nicht. So, Nico. Also, du warst fertig, ne? Achso, da geht's doch weiter zeigen, jetzt. Social Media schöner. Guck mal. Ja, kann man auch mal ein bisschen machen. So sehen wir aus. So sieht das aus, wenn wir und das ist geil, dass unser Bild, da, jetzt hier, dieses hier, ist halt auch noch da und dann das da. Das ist ja totale Inception. Oder? Wahnsinn, das war alles. Jetzt müsste noch jemand anfangen, die Köpfe dann diese oben ins Bild einzubauen. Eingeschickt von Ralf Ralfski. Ralf Ralfski. Ed Ralf Fandowski. So, gute Typ. Nico. Ja. Was? Such dir mal ein Humorzentrum, Tobi. Ja. Wirklich. Das ist sehr einfach. Das ist sehr, sehr einfach zu kitzeln. Ich soll ein Spiel aussuchen. Ja, mach mal. Wir müssen ein bisschen auf die Tempotube drücken. Ja, dann machen wir mal schnell Köln gegen Hoffenheim. Oh, Köln gegen Hoffenheim. 0-3. Weiter geht's. Nein. Da kommen wir wieder zum Abwehrverhalten. Ja, lass uns doch darüber reden. Also Alter, Köln Schöne, das ist kam mit einem befreienden 5-2 gegen Vasbate Borisov aus der Euroleague und musste jetzt wieder in den tristen Liga-Alltag mit 2 Punkten aus 10 Spielen. Und jetzt sind es 2 Punkte aus 11 Spielen. Weil man 13-0 gegen Hoffenheim verloren hat. Warum? Das Gesamttaktische, das macht Tobi dann gleich. Ich hänge mich dann jetzt wieder, ich halte mich wieder an diese einigen einzelnen Szenen auf. Fest, ja, ne? Ja, ja, aber es ist halt so. Nehmen wir das 1-0. Der passt in die Schnittstelle zwischen Außen- und Innenverteidiger. Das ist auch wieder, das ist so Handwerkszeug. Und das ist genau das, worauf Trainer einfach großen Wert lustig, legen. Dass weil diese Handwerker spielt bei Köln tatsächlich. So. Vielleicht. Das ist, damit triffst du genau Tobis. Dieses Knie ist geil. So heißt auch ein Spieler vom Verein. Das sind einfach so die. Der einfache Witz. Was ist hier los? Die Basics des Fußballs, die Basics des Verteidigen, dass der Pass nicht zwischen Außen- und Innenverteidiger gespielt wird, sondern der. Nee, hier sehen wir es leider nicht. Sonst würde ich es. Wir brauchen hier so noch eine Kamera da oben, weil dann können wir es hier drauf, können wir es dann auch noch mal. Wenn wir die Laptops irgendwann mal wegnehmen. Genau. Genau, passt zwischen Außen- und Innenverteidiger. Eben nicht Außenverteidiger nach innen schieben, dann wird der Ball vor dir gespielt, du kannst ihn stellen, das war Nummer 1. Dann geht er natürlich vorbei, dann kommt der Querpass und dann hat Geiger im Fünfer 2-mal die Möglichkeit abzuschließen. Weil sein erster Dings wird ja geblockt und dann mit dem Nachschuss. Und das ist auch so eine Sache. Im Fünfer 2 Ballkontakte, ohne dass sich ein Abwehrspieler zu ihm hinbewegt. Und das bricht dir dann in der Häufigkeit das Genick. Vor allem, wenn du dann siehst, wie Köln ambitioniert mit großem Herz versucht hat, irgendwie dieses Spiel zu retten, dass sie nach 10 Minuten verloren haben, um dann von Hoffenheim auch noch 2-mal so eiskalt erwischt zu werden. Das war so auch. Also jetzt musst du mal taktisch werden, weil mir haben da so ein bisschen die Mittel gefehlt. Wir versuchen es halt sehr simpel momentan. Also 4-4-2, wirklich ganz simple Formationen, simple Abläufe, versuchen die Gegenspieler zu stellen, aber sie kommen halt nicht in die Zweikämpfe und da habe ich es auch schon getwittert am Wochenende, da wird es dann auch nicht mehr taktisch, weil wenn du am Spieler dran bist und halt nicht in den Zweikampf reinkommst und er an dir vorbeigeht einfach, dann. Dann kannst du halt nicht mehr mit Taktik argumentieren, sondern da muss halt dann ein Zweikampfverhalten gewissermaßen hergestellt werden. Aber wenn du halt gesehen hast, Florian Grillitsch, großartige Leistung, hat großartig gespielt. Auch nochmal, um auf den Werder-Fan, Ex-Bremer, um dann nochmal reinzuhaken, hat großartig gespielt auf der 6, aber er konnte auch an Özcan immer vorbeigehen. Özcan ist da gar nicht so richtig in die Zweikämpfe reingekommen. Hat da halt richtig. Und da wird es dann halt merkwürdig.
offensiv ist es halt sowieso relativ simpel gestrickt bei Bremen. Ich habe es gesehen, ja. Also bei Köln, meinst du? Bei Bremen nicht, bei Bremen ist es höchst komplex. Wir haben drei, ich muss es kurz sagen, weil, es jetzt, weil wir eh gelacht haben. Es gibt drei Namen jetzt zur Auswahl für das Schwein. Nummer eins ist J.J. Eugen Kotscher. Dann Giovanna Eber und das dritte ist Rüd von Schnitzelroy. Und Claudio Pizarro. Und Claudio Pizarro. Gut, dann haben wir vier. Also, ja, bin ich eindeutig für Rüd von Schnitzelroy. Ja, ich weiß, besser geht's ja gar nicht mehr. Sorry. Schon, aber wir haben uns auch überlegt, wir werden das Schwein auch jede Woche anders nennen. Einfach weil ihr so viele geile Namensvorschläge hattet. Das waren jetzt, ich weiß nicht, Thomas Lang und die anderen. Die anderen waren aus dem Chat. Waren im Chat. Genau. Entscheiden wir gleich. Ihr könnt schwanger gehen mit dem Gedanken, Tobi, warst du fertig? Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, das macht man nicht. Ja, ich war fertig. Gut, dann habe ich dich doch nicht unterbrochen, sehr gut. Sehr schön. Eine Frage noch an euch. Da wurde auch nicht drüber geredet. Ne? Nach meinem Regelverständnis war das eine rote Karte beim Elfmeter, weil Uth war durch, das Tor war leer und er kann ihn ins leere Tor schieben und er wird von hinten ohne Chance auf den Ball zu spielen quasi zu Fall gebracht. Das ist eine schöne Fehlentscheidung vom Schiedsrichter, die man mal so stehen lassen kann. Nein, aber findet ihr nicht, also ich bin ja emotional überhaupt nicht involviert. Aber nach meinem Verständnis, warum ist das keine rote Karte? Ich verstehe es nicht. Ja, es ist ja so, dass man mittlerweile argumentiert, wenn halt, dass du Dreifachbestrafung möglichst selten anwendest, ja. Also wenn er zum Ball geht und wenn es halt kein so grobes Foul auf dem Mann ist, dass man dann für gelb entscheidet. Also ich fand es auch grenzwertig wegen deiner Argumentation. Das stimmt schon, weil der Ball ist nicht da und er schubst ihn von hinten. Aber es war jetzt nicht so. Es war halt schon nur ein Zweikampf um den Ball. Also es war jetzt nicht so, dass er irgendwie ihn umgesetzt hat oder irgendwie. Das war, sondern man kann halt so argumentieren, das war ein Zweikampf um den Ball, deswegen nur gelb. Ja, aber warum kriegt dann ein Sokrates eine rote Karte? Weil er außerhalb des 16ers ist. Ja. Und es kein Elfmeter als Belohnung richtig bekommt, sozusagen. Belohnung, okay. Ja. Also es ist halt so im 16er und also das mit der Dreifachbestrafung wurde so, wird in der Kommunikation nicht genannt, aber es geht darum, dass du im 16er, es sei denn, es ist natürlich ein Foul, was auch überall anders rot kriegen würde, wenn du mit beiden Beinen ne, die so eine schöne Vinnie Jones-Grätsche, dann kriegst du natürlich auch im 16er rot. Aber wenn es ein Foul im Kampf um den Ball, und das lässt sich in dieser Situation durchaus argumentieren, ist, dann bekommst du im 16er in der Situation gelb. Also dann wird die persönliche Strafe quasi zurückgestuft auf nur gelb. Deswegen diese Entscheidung. Gut, trotzdem für mich war es irgendwie, ich fand's diskussionswürdig auf jeden Fall. Gut, aber es hat am Ende am Ergebnis nichts geändert. Der Elfmeter ist ja auch reingegangen und Köln hat 13-0 verloren und es wird immer schwieriger. Und vor allem hat man diese Patrone der Entlassung schon gezogen, indem man Schmadtke hat gehen lassen. Man hat das Gefühl gehabt, unmittelbar nach der Entlassung ist so ein bisschen auch Druck zumindest rausgekommen, sodass der Druck auf Stöger gefühlt jetzt gar nicht mehr so hoch ist. Meint ihr, die gehen vielleicht sogar mit ihm in die zweite Liga? Also es muss sich auf jeden Fall grundsätzlich was im Kölner Spiel gegen den Ball verändern, weil das war... Ja. Noch 5 Minuten. So. Vielen Dank. Und wo fährt die S21 ein? Haben wir das auch? Es war sehr, sehr luftig. Und das hat nur bedingt was mit System zu tun, weil du kannst Vierer, Fünfer, Achter, Dreier, Einerkette spielen, wenn du es nicht entsprechend spielst. Hilft dir das nicht? Also so ein System, so eine Grundformation ist ja nur quasi ein Hilfsmittel. Das ist ja nur eine Orientierung für die Spieler, wie sie sich zu verhalten haben. Das Umsetzen und das Verhalten, das müssen sie schon machen. Und das war halt nicht nur in diesem Spiel gegen den Ball. Puh. Ich finde das schwierig. Ich finde, es ist aber auch einfach ein Qualitätsproblem zurzeit bei Köln. Die haben sich nicht so gut verstärkt. Und wenn ich mir den Kader angucke, dann muss man einfach auch sagen, im Vergleich zu Hoffenheim, die waren chancenlos. Da fehlt einfach Qualität. Und ich glaube, sie müssen im Winter nachlegen und dann hoffen, sowas wie der HSV letzte Saison zu erreichen. Und das hat Stöger ja auch nach dem Spiel gesagt. Sie brauchen ja gar nicht nach oben gucken, sie brauchen ja einfach nur auf den Relegationsplatz gucken. Und wenn du dann auf die Tabelle guckst, dann siehst du, dass sie halt 6 Punkte brauchen, um Rele zu spielen. Das ist machbar, 6 Punkte zu holen, also diesen Abstand zu verkürzen. Und das muss jetzt das Ziel sein. Und ich glaube, dass der Zeitpunkt, wo man hätte Stöger entlassen können, also ich glaube, dass man jetzt erstmal dabei bleibt. Nicht nur, weil Schmadtke gegangen ist, sondern das war so eine grundlegende Entscheidung, wo man gesagt hat,
es liegt nicht am Trainer und das wäre ja Quatsch, das dann zwei Wochen später dann direkt wieder zu hinterfragen. Ja, aber das haben sie bei Bremen und Nuri auch gesagt, es liegt nicht am Trainer und eine Woche später wurde er entlassen und jetzt nach dem Spiel haben die Spieler auch gesagt. Ja, aber sie haben keinen anderen dafür entlassen. Ja, gut, aber das, ich glaube das Schmattke-Ding, das ist ja, weil, also der wollte vielleicht einen Trainer entlassen, das wollten wieder andere nicht und dann fällt er darüber, weil er verantwortlich ist, dass Modest gegangen ist und kein vernünftiger Ersatz geholt wurde. Aber Fakt ist ja einfach, dass genau der gleiche Effekt, der in Bremen, den Bremen gebraucht hat, erste Halbzeit, dass da einfach der Impuls gesetzt wird. Diese Patrone, finde ich, die hat Köln nämlich noch und solange sie nicht zünden, also solange die nicht das abfeuern, wird es dieses sich im Kreis drehen sein. Ich finde nämlich auch, dass die 6 Punkte nicht so dramatisch sind, genau wie Bremens 3 Punkte, selbst 5 Punkte. Wenn du dir anguckst, was in den letzten 2 Jahren in der Bundesliga-Tabelle los gewesen ist, wer von wo hin und wegen einer Halbserie hin und her gewandert ist, dann ist das alles noch scheißegal. Aber die Panik in Köln ist eklatant. Und ich war ja vor ein paar Wochen da und ein Freund von mir ist Köln-Fan. Und die fangen jetzt schon jede Woche an von, ja, das war's, dann steigen wir wohl ab. Ja, aber die fangen nicht an, von Stöger zu reden. Es gibt kaum Fangesänge, die sich gegen Stöger reden. Na, Stöger raus habe ich schon ein paar gehört. Aber es ist noch nicht so, dass du sagen, und da merkt man, was der auch für einen Kredit hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er den auch bei der Mannschaft hat. Wie viel hat Köln denn verloren? Weil du die Qualität des Kaders ansprichst. Ich meine, Modest hat letztes Jahr ein Jahr gehabt, wir haben ja schon letztes Jahr gesagt, dass wenn sie Modest nicht gehabt hätten, dann wäre die Saison doch arg anders verlaufen. Dann kommen aber die Leute, die sagen, na gut, sie haben aber halt Modest. Jetzt haben sie Modest nicht. Auch darüber hinaus ist sie da, haben ja eine Verpflichtung getätigt mit der Hoffnung, dass Modest die Modest-Position wieder auffüllen zu können. Momentan klappt es halt noch nicht so, wie man sich das aus Kölner Sicht wünscht. Vielleicht ist das tatsächlich zumindest die Tabellenhälfte, in die Köln reingehört. Letztes Jahr alle über Limit, heute die Saison alle unter Limit. Wir müssen jetzt mal hier, wir haben jetzt noch 2 Minuten, wir haben noch 3 Spiele. Naja, wir haben aber auch gesagt, dass wir uns nicht mit diesem Druck beugen wollen, alle Spiele besprechen zu wollen. Aber wir müssen doch zumindest jetzt unsere berühmte Einsatzanalyse machen. Dann machen wir das jetzt, Einsatzanalyse, Tobi, du leitest. Wir fangen an bei dir, Etienne. Einsatz, Gladbach gegen Mainz. Ich fand mich super heute, ach so. Gladbach gegen Mainz, Einsatz. Videobeweis. Gladbach gegen Mainz. Das war jetzt der Satz. Ja, Entschuldigung, komm, ich bin ein bisschen überfordert gerade, weil ich gerade noch einen Gedanken können. Gladbach gegen Mainz war eigentlich nicht schlecht und hätte auch gewinnen können. Und es war ein eigentlich fast schon glückliches Unentschieden für Gladbach. Mit dem Wiederbeweis-Diskussion wieder. Ohne Videobeweis hätte Mainz gewonnen. Ja. Also. Augsburg gegen Leverkusen. Nils. Kann man ähnlich analysieren, vor dem Spiel ähnliche Vorzeichen, ein klarer Favorit, ein Underdog und auch hier kann man sagen, dass Augsburg sehr, sehr gut gespielt hat, überraschend gut gespielt hat, auch da gab es wieder mit Videobeweis und hin und her und Eigentor und so einige strittige Szenen. War das schon der Satz? Also Augsburg mit einer starken Leistung, Komma, und verdient Unentschieden. War auch ein Semikolon, also kannst du weitermachen. Und ein Dankstrich. Soll ich jetzt? Freiburg gegen Schalke, ja. Willst du vorlesen oder? Ich ende mit Komma und dann kannst du beenden. Achso, okay. Freiburg beginnt höchst ambitioniert und wird von einer sehr souveränen Schalker Mannschaft abgekocht, Komma, weil. Du hast nicht zugehört. Doch, ne? Nach hinten raus Assistent. Hat Schalke sich das schon ein Stück weit verdient, aber hatte Glück beim Treffer. Ruhige Satzbau ist eine Katastrophe. Völlig Latte. Erste halbe Stunde relativ ruhig, dann wurde es ein bisschen turbulent. Alu-Treffer auf beiden Seiten. Die Freiburger tatsächlich im Pech. Also ich fand das nicht schlecht, was sie gespielt haben. Mhm. Hatten sogar die Riesenchance mit Petersen, der 1-gegen-1 allein auf hier, wie heißt er? Ralle zuläuft, Fährmann. Ja, und das 1-0 dann abgefälscht durch Caligiuri. Im Stile einer Spitzenmannschaft. Aus welcher Seite, aus welcher Perspektive sprechen wir? Unglückliche Niederlage für Freiburg und andersrum Tobi Arbeitssieg. Ist das ein Arbeitssieg? Glücklicher Arbeitssieg? Ein Arbeitssieg. Auf jeden Fall ist, wer sich dafür interessiert, was S04 momentan macht, Cross-Promoting für Tobis Artikel in der 11 Freunde über S04. Boah. Ja. Wow, das ist Freundschaft, das ist Liebe. Das ist Love. Überragend. Fehlt nur eins? Nee, ne? Das war's. Wir haben alle Spiele durch. Ja, ich hätte gerne über Martin Kind und Hannover 96 gesprochen. Das machen wir nächstes Mal, denn das Thema wird ja nicht ausgeleiert. Ich habe noch eine sehr interessante Frage für einen Videoschiedsrichter. Na? Nächste Frage jetzt. Nächste Woche ist ja Länderspiel, ne? Aber wir werden jetzt wiederkommen nach der Länderspielpause und da wird Kind immer noch da sein und Hannover auch. So, was wolltest du sagen, schnell noch? Es war bei RB eine geile Situation. Schuss, ich weiß nicht mehr von wem, Abpraller und Werner schießt und Czauner hält, gibt eine Ecke. Werner stand im Abseits. Die Ecke hätte es gar nicht geben dürfen. Was passiert, wenn aus dieser Ecke ein Tor fällt?
Nichts, weil die Entscheidung ja... Die Antwort darauf... bis zur letzten... Korrekt. Jetzt ist das Problem aber folgendes. Die Ecke, das Tor entsteht aus einer Ecke, die gar nicht passieren darf. Wie du aber es ist egal, weil sobald das Spiel wieder angegriffen wird... Ach, das wird ein schönes Almost Daily. Mehr wollte ich gar nicht. So, guck mal hier. Oh, wir haben es jetzt Rüd van Schnitzelrooy genannt. Ich interveniere, der hat beim HSV gespielt. Es war mir eine große Ehre, im Spielertunnel dann, neben ihm zu stehen. Ich war echt, das war echt so spannend. Die klauen hier nämlich. Die klauen hier. Gunnar, nimm du das mit nach Hause. Vielen lieben Dank, Nico, an dieses tolle Gastgeschenk. Vielen lieben Dank euch, nicht nur fürs Zusehen, sondern für die zahlreichen tollen Einsendungen. Wir haben wirklich richtig viele lustige Wortspiele gehabt. Wir nennen die nächste Woche dann anders. Damit haben wir viele Namen auch dann zum Einsatz gebracht. Thomas Grund. Thomas. Das ist fantastisch. So, also, macht's gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war Bundesliga für heute. Wir freuen uns auf übernächste Woche, denn nächste Woche ist Länderspielpause. Da finden wir nicht statt und dann sehen wir uns wieder. Macht's gut. Tschüss.